Weiß ich nicht. Alle schwarz. So, okay, gut. Excellent. So, habt ihr Game Sound? Ihr habt keinen Game Sound. Warum haben wir keinen Game Sound? Musst reintappen ins Spiel. Ach, wahrscheinlich, ja. Wir haben keinen Game Sound, weil wir die Game Hörer haben. Nicht schon wieder, Jungs, Mädels. Also, Leute hören. Leute hören es? Du hörst es, ja, aber hört. Habt ihr Stream? Leute im Chat hier, habt ihr Sound? Das ist mal eine ganz wichtige Frage jetzt, um das Streamgefühl zu verbessern. Hört ihr Sound, wenn hier Kuga und Kuga Kopfschuss verteilen? Sound, Bild, dann umso besser, weil bei uns angezeigt wird, dass der Sound irgendwie nicht ganz durchgeht. Aber wenn ihr das hört, umso besser. Wir hören es auch so ein bisschen, dann steht einem wundervollen Abend voller Counter-Strike hier erstmal nichts mehr im Wege. Wir gucken mal auf die kurze Aufstellung. Also es ist schon am Start, Chaos und Nein. Alle Personen, die in diversen Konstellationen aus vorherigen Teams zumindest einmal kennen solltet. Was gleich mit dir? Stürzt, wir wissen nicht warum und ein Bild haben wir jetzt gerade auch nicht. Was machen wir eben? Den aber anklicken. Ja. Ich kann schon mal sagen, was passiert. Es wird die Knife-Runde ausgespielt. Da sitzt noch einer von den Stuttgarter Jungs und zwei von den Magdeburgern, beide auf Half-Life, also ein Rechtsklick-Trilogy. Beim Stuttgarter, da ist der letzte noch Full-Life, also wenn die Magdeburger jetzt geschickt drauf losgehen, dann würde das was werden. Ich arbeite dran noch. Es ist offiziell eingestellt auf CSGO. Dann will ich das Bild nicht zeigen. Vorbildlich. Blümt. Können wir auch Pause machen oder so hier? Lass Pause machen. Das Game, das muss pausieren. Das müssen wir den Leuten anschauen, was passieren soll. Wobei ich das Video von deren Ingame-Pause abnutze. Von deren Ingame-Pause, wollte ich auch nicht riskieren. Dann machen wir es erstmal die Bildschirmaufnahme und versuchen dann gleich mal, wenn es hier irgendwann eine ruhigere Phase gibt oder Pause ist, das irgendwie zu beheben. Ich hoffe, ihr habt jetzt trotzdem noch Sound. Wie gesagt, wird uns hier angezeigt, aber Mikrofon schlägt aus, klingt schon mal ganz gut. Also die Knife-Runde habt ihr leider verpasst, aber auch nicht viel, weil sie, glaube ich, auch keinen entscheidenden Ausschlag. Nee, halt, das war bei der Uniliga, wo sie nichts wert ist. Hier entscheidet über, ob man auf der CT-Seite oder auf der T-Seite startet. Genau. Wenn ich richtig gesehen habe, wollten die Stuttgarter auch stay. Sound ist nicht da, das ist natürlich. Sound ist nicht da. Why not? Klick mal ins Spiel rein. Ich bin im Spiel drin. Also ich höre Sound im Spiel. Du hörst Sound im Spiel. Kannst du mal Feedback geben, ob es jetzt da ist? Wenn man jetzt ist Sound da, okay, dann verzeihen wir, weil ich mir rausgetappt habe, dann liegt es daran. Gut, wenn jetzt Sound da ist, hoffen wir jetzt einfach, dass das Bild auch da bleibt und OBS nicht wieder Abgang macht. Das wäre jetzt uncool, weil wir haben uns alle schon drauf gefreut. Und ja, jetzt spielen die Jungs noch ein bisschen rum. Geht nach Schokotter. Muss verlassen. So, also ein Shepard ist das da. Als Ersatzverkehr werden sehen, wie er sich ins Team einfindet und er auch Magdeburg E-Sport eventuell leiden wird, dass jetzt einer der quasi der Ingame-Leader nicht dabei ist. Ja. Aber ich denke, was wir von Shepard in vorherigen Games sehen konnten. Ist go audio settings auf Realtek Auto. Okay. Ich habe eben einen Tipp bekommen. Nicht kurz wundern, weil der Sound weg ist. Game soll etwas leiser. Ja, geht's nicht, weil es nicht macht. So. Danke für den Cheer. Den Namen will ich nicht lesen. Musst du Namen lesen. Hilsos3xy, wenn man so ausspricht. Vielen Dank für deine Hilfe. Sexy. So, wolltest du dich einstellen? Auf Realtek. Hm. Ist nicht. Why not? This is Go Audio Settings. I'm sorry, mea culpa. Alles gut so, Henning, nichts machen. Einfach ins Game haben. Okay. Ganzer Plan wieder zurück. Wir können das Game ohne weitere Einstellungen genießen. Und darauf warten. Ja, jetzt sind die Jungs aus Stuttgart, die müssen alles hinterherkommen. Ja, wieder vollständig. Magdeburg gegen Stuttgart. Das muss neu werden. Das Derby haben wir schon. Leider ist Leipzig nicht in unserer Liga. Im wahrsten Sinne des Wortes.
kann man gut oder schlecht ansehen. Vielleicht würde ich auch zerstören. Ja, Relegation, das Grausamste für Fußballfans. So, der Ready Call ist da, meine Damen und Herren. Es geht los. Magdeburg E-Sport 3-0-1-8 gegen die Stuttgarter Jungs hier in der 19er Damage Liga. AKA League 4. Have fun wird called. Das heißt, wir starten gleich rein hier in die erste Runde. Wir haben gesehen, Magdeburg darf sich erstmal auf der Terrorseite vergnügen, während die Stuttgart-Jungs versuchen müssen, die Bombe zu entschärfen, AK oder auch alle Spieler von Magdeburg zu eliminieren. Da werden die ersten Schüsse auf Mitte bereits getradet. Und auch wichtige Info, dass die Magdeburger zusammen mit dem Playground laufen, weil die Stuttgarter hatten einen Viermann-Stack auf B, können jetzt wieder rotieren Richtung A und das Richtung Default hier mit 3A und den möglichen Push auffangen. Mhm. Aber Magdeburg sagt nein, wir gehen in die zweite Runde, sieht nach einem Tour de Opas aus. Oh ja, mal gucken, ob Magdeburg diese Taktik auch fährt. Es sieht ganz nach aus. Ja, Tour de Overs am Start. Man muss hinten hinweisen, Richtung B wurden vorhin ungefähr 3 Decoys geworfen. Von daher die Versicherung auf der Seite von Stuttgart vielleicht vorhanden. Jetzt aber los. Jetzt sollte man sich um Gordy kümmern, der davon gnadenlos reinhalten kann von Warte aus. Den ersten für den zweiten. Und jetzt hat auch mal den aufgemacht. Letzter Headshot ist nicht ganz. Jetzt haben wir zwei Jungs hier umdrehen und nein, und es räumen sie sich gemeinsam. Schöner Headshot Richtung Helfen da. Aber die Magdeburger Spieler alle runter. Der höchste ist hier 49%. Da reicht ein Schuss von der USP und im 2 gegen 1. Das ist durchaus machbar für Jan Ingwer. Jetzt rum. Er erwartet ihn nicht. Jetzt lauert auf Short nur noch Chaos und er kann sich auch nicht verlauben, der ist runter auf 10 HP, die werden sich hier treffen und ich denke, dass Duell durch Jan wegen wir für sie entscheiden können. Ja, zieht rum, setzt den letzten Shot und schreitet an, hier zu defusen. Also, sehr schön gespielt von ihm. Ja. Aber eigentlich auch gut war für Magdeburg. Bisschen unglücklich, dass man da so viel Leben verloren hat im Verlauf der ganzen Lebensprozess der Bombe. Hätte ich sagen wollen, vielleicht zieht der Student, vielleicht auch nicht. Einfach Namen schon vorgeben, keine Ahnung. Rein rechtliche Regelung. Die gab einen Bomben für Magdeburg Esports, das heißt, die werden jetzt die Wunder einfach ein Echo machen, Geld mitnehmen, eine dritte Runde dann kaufen. Kaufen sogar nur eine Decoy, sonst gar nichts. Ja, eine Pistole auf der Seite von 9, die P250 ist am Start. Ja, Magdeburg pusht wieder zusammen Richtung Playground, kommt zwei Stück reingepusht, den aber nur ein Spieler. Ja, maximales Ziel für diese Runde dürfte es dann die Bombe zu legen, noch ein bisschen bemanntes Stacken, eventuell so viel Schaden wie möglich anzurichten. Je nachdem, was man hat, dann stackt man hier zu dritt den Playground hoch. Ist aber keiner mehr. Ah, vor Jan Ingwer aufpassen, der Leiter hat hier einen richtig guten Blick in Richtung Playground-Party. Dann werden die ersten Schüsse getradet. Shepard und auch Koga fressen hier ordentlich Schaden. Unterpassen sind beide. Oh, der Headshot wäre fast da gewesen, aber immer wieder schafft es hier, Shepard sich zurückzuziehen. Aber Jan Ingwer baut hier ordentlich so close, dürfte jetzt Chaos rein pushen. Oh, er verpasst das Timing um wenige Sekunden. Jetzt vielleicht die Chance. Wer den Engel zuerst hat, der sieht ihn hier, Headshot, da, Ding ist da, schön gemacht von Chaos, holt damit den Trade-Kill hier Richtung Party und Toilets und jetzt geht's darum, die, Rotation zu brechen, aber nicht ganz, Red Boy, fängt ihr an, ein bisschen Money zu sammeln, haut hier Kuga mit der MP9 zusammen. Magdeburg ist nutzt dann mal Stack bei Toilets oben, Connector, oh, Red Boy, böses in der Off-Engel, aber Red Boy den gewonnen. Oh, schöner Headshot von 9, jetzt wissen wir, warum die Knarre hat. Ja. Straighter Headshot, das ist schon mal gut Schaden gemacht auf Seiten von Magdeburg. Bei zwei Kills ist mir in der Echo ziemlich wichtig eigentlich, kann man schon sagen, Echos gewonnen für Magdeburg, weil die zwei Kills gemacht haben. Economy wird nur geschadet. Man könnte die Waffen jetzt saven, aber sie können zu suchen noch, 2 gegen 3 ist machbar. Ja, also eventuell wäre das Safe in der Waffen drin, auf jeden Fall, aber ich denke, das ist auch der Plan der Bombe, nicht unwahrscheinlich. Der Entry bekommt, tut er das aber auch gesehen. Ah, schafft's nicht ganz. Hatte die Information, weil gleichzeitig wollte der hin. Kollege auch weggeholt wurde. Ist ja irgendwie weg. Er hatte 20 Sekunden Zeit. Muss jetzt noch einer da. Es hätte auch versuchen können, den Ich glaube, eine Millisekunde vorher ist der Kollege gestorben. Von daher kam vielleicht die Idee, doch eher zu safen, dass nicht ein Justin Leben rumgezogen wird. Bisschen unglückliche Situation, aber gut gemacht von Magdeburg. Haben nochmal ziemlich viel aus der Runde rausgeholt. Drei Frags. Spiel ist immer noch zu laut, finde ich. Ja, wir machen es so laufen. Konsole. Ja, ich kenne mich mit Konsolenbefehl nicht ganz so gut aus. Volume. Das ist jetzt eher ein Mikrofon. Wo ist das Volume? Aus Volume einfach. 0,9. Wir schalten so ein bisschen runter. Das hilft vielleicht schon mal. Also, Magdeburg jetzt im Ball drin. Ordentliches Grenade-Setup ist da. Immerhin das. Das machen die Bereich nicht sparen musste. Auf der Gegenseite zählt er weiterhin nur auf der Farmers. B-Boost auf Seiten von den Stuttgarter Jungs sind dreimal wieder auf B. 2 nur A. Magdeburg spielt wieder Richtung A orientiert. Und einer pusht bereits und durch das Water. Er lockt ein bisschen. Er hat den Engel im Visier, aber er schafft es nicht ganz, den entscheidenden Headshot setzen. Aber auch Koga hat diese Information, hat bereits unten den Gang sowie Connector größtenteils eingenommen. Auch
Chatbot! Was war das? Sehr schöner One-Click da an der Stelle. Das sah edgy aus und damit ist der Spot jetzt eventuell ein bisschen größer gemacht. Burg Shepard findet auch den zweiten Entry-Frag. Schöner Headshot Richtung Truck. Meanwhile kommt Information, dass wenigstens ein Spieler hier im hinteren Bereich von B lauert. Damit der Spot für Magdeburg auf A erstmal offen. Von Beck nähert sich der Gebetsäter, aber auch den hat Shepard auf dem, ja, auf dem Visier. So, Technik von Karma geht hoch Richtung City-Spawn. Ja. Das zweite Spiel ist in der Bank. Also, wenn Magdeburger den ersten holt und die Info bekommt, können sie ganz einfach die beiden Seiten abnehmen. Und holt sich eventuell den fünften. Er hat ihn, da ist es Ace. Alles Headshots. Öffnet die Runde und beendet sie alleine. Was für eine Leistung. Also, sollten da hat gucken, sich der Stand-In schon gelohnt. Wir sollten gucken, ob Simple noch wirklich die Falle des Leather-Stiebel spielt. Oder ob Simple jetzt hier. Der schon Stand-In, ja. Ich frag mich so, wenn du als Mausboss die Nachricht bekommst, so, ja, wir haben Simple als Stand-In. Okay. Ja, immer. Kann man machen. Immer. Jetzt wird es zum ersten auf der Tunnel umkämpft. War auch eine interessante Beobachtung letztes Mal, wie viel Platz die CTs den Ts immer lassen, gerade im Bereich Playground und Party. Da steht man doch immer relativ defensiv. Ja. Und möchte da nicht viel Gebiet, mit der gibt da sehr viel Gebiet her. Wir haben diesmal die Shotgun von Zeta im Connector. Ja. Immer heiß diskutiert beim Oscar, ob das gut ist, es nicht gut ist, Shotgun zu spielen. Ich bin mal gespannt. Wenn Oscar spielt, ist es meist gut. Das ist ja das Lustige daran. So, Shepard, hat er das Visier? Oh, CSGO-Timing, CSGO-Timing. Da werden sie beide weggeräumt, während sich Nein noch einen weiteren Kill auf Red Bull sichert. Und dann ist der Arschloch offen, das heißt, einer ist bereits geführt. Und wo kommt der noch einmal her? Was und Shepard? Er hat Goli verschossen, er hatte den Weg noch wohl mit 30 Sekunden gerade nachher. Er hieß einfach alle. Ich glaube, das kam er. Letzter, der führt aber den Headshot auf Shepard. Wer ist es da? Ist der King Trader, aber Sizzles zieht rum. Holt sich den letzten Kill dieser Runde und erhöht damit und ja, schafft damit den 2-2 Ausgleich für Magdeburg. Magdeburg, Entschuldigung. Ja. Oh. Bleibt trotz des Geldvorteils immer noch bei 5 AKs. Ja. Die Zuckerjungs müssen ein Eco machen. Es ist halt auch eine Map, wo du auf T-Seite wirklich die AWP auch nicht brauchst. Wenn du nicht gerade für die Aim-Duelle auf lang gehst, weil in anderen Bereichen sind die AWP sind nicht gerade von Vorteil, gerade hier so im Tunnelbereich. Jetzt zieht er vielleicht runter. 2, 3. Chaos räumt sie alle nacheinander ab. Damit die Rotation von Magdeburg möglich. Tor wird geöffnet. Shepard findet unten im Tunnel nochmal den nächsten Kill. Letzte Überleben, da ist er mit Red Bull auf Höhe. Der Toilet zieht rum. Der ist umgebrochen. Schafft's nicht ganz den Schaden durch. Aber Shepard ist on fire mit dem nächsten Triple Kill aus dem Connector heraus. Holt damit den Red Bull an den Toilets und erhöht damit auf 3-12 Magdeburg. Sehr schön gespielt. Wir sehen das Geld ziemlich knapp jetzt auf Stuttgart. Also da investiert man alles, was da ist. Ja, auf Team Orb, auf Red Boy. Es mangelt halt an Head Armor und Granaten. Gegen IP von Kugel gekauft. Ja. Gucken wir mal, ob die Magdeburger jetzt die AWP Richtung A bringen. Sieht so aus. Red Boy hat mein Vorbild den Ofen jetzt auch noch. Kugel, damit die Oberste Daus, mein Chaos, die Ecke nicht richtig im Visier. Karma im Fallen finisht ihn hier. Und damit sind die Magdeburger gleich mal runtergeschossen auf 3 Personen, was die Rotation-Möglichkeit und die Firepower des ganzen Teams doch ziemlich einschränkt. Ja, die Stuttgarter spielen relativ oft 3 Personen auf B. Mit dem Magdeburg jetzt reagieren, das mitkriegen und sagen, auf A. Wir pushen auf A drauf häufiger. Gucken wir mal, was die Magdeburg jetzt nächstes Mal machen. Jetzt haben sie erstmal noch 3 Leute gegen 5 und sie haben mich dagegen entschieden, die hier aufzunehmen. Das heißt, ich bin mit der KS weiter. Jetzt steht Stuttgart hier ultra defensiv auf den Spots drauf. Also lassen Magdeburg hier wirklich viel Platz, wissen, dass die Magdeburg jetzt kommen müssen. Sie haben die überlegene Firepower. Die haben die Long-Range-Fähigkeit mit der Orb immer noch da, die jetzt hier Richtung lang guckt. Und eventuell kriegt sie da auch gleich Besuch. Der gute Nein ist da bereits auf dem Weg. Schon auf Höhe der Toilets. Noch ein Chatbot, kann man dazu sagen. Noch ein drin. Ja, noch ein Ace, dann war's das. So, eventuell geht Süßes hier gleich mal für einen kleinen risky Jump. Vielleicht erst später einen über die Mauer hinweg. Ist doch eher unwahrscheinlich. Läuft maximal eher ins Kreuzfeuer von Zeta. Ja, Bombe ist unten im Connector Richtung B gerade unterwegs. Ja, letzten 30 Sekunden brechen an, eventuell für eine kleine Hero-Aktion hier. Eventuell dieses Traction, Shepard findet schon mal den ersten. Öffnet damit den B-Spot ein bisschen, aber wir haben immer noch den Kollegen da oben in Heaven und einen On-Spot. Süßes. Sie finden beide ihre Entry-Frags. Shepard zwar runter auf 3B, aber die Bombe geht runter. Das ist immer eine 3-2-Situation. Die Orb von Red Boy und während der Rotation zerbrochen, damit eine Position schon mal weniger zu beachten. Nein, hat zumindest die richtige Idee. Steht mit seinem Kollegen jetzt. Oh, nein! Nein, räumt ihn ab! Nein, was bist du? Nein, und das könnte die Runde sein. Ja, Ingwer.
toucht hier kurz die Bombe. Redboy aimt das Ganze ab. Nein, er findet zwar nochmal den Schaden durch die Smoke, aber Redboy aimt die Ecke ab, schießt ihn hier zurück. Und damit ist es das 3:3 für die Stuttgarter Jungs. Ah, kleines Communication Error da. von Water. Da eliminiert Nein seinen eigenen Kollegen und verliert damit quasi ohne Schiff Magdeburg. Das war so schön. Sie hatten haben aus einem 5:3 noch ein 3:2 gemacht. Und dann auf die Ranks sind wir nicht eingegangen. Ich weiß, das Team, was jetzt immer da war, war Full Global. Weißt du, wie die Rank-Verteilung ist? Nein, im LE-Bereich meistens. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt ein Sub. Das Uniliga-Team war Full Global, deswegen genau. LEM und Co. Auch die Nate. Ah, berührt ihn nicht mal, aber da kommt Information, dass die Orb ist. Der Schuss kam raus. Magdeburg. Schon mal relativ offensiv, also. Oga traut sich mal hier den Blick Richtung Party zu holen, der wurde letztes Mal abgeholt. Ja. Sieht auch, Magdeburg hat nochmal investiert. Und noch wieder 3 Schokotter auf B. Ja. Diesmal ohne Boost. Guck mal kurz aufs Geld, das konnte sich Magdeburg auch erlauben. Man hat immer noch die Möglichkeit, hier die Stuttgarter Jungs zu resetten. Da sieht das Money nicht allzu gut aus. Also die Economy ist da auch gefährdet. Grüne AWP auf Redboy, der hält sie auf A oben, zusammen mit dem Jan Ingwer. Lustiger Name. Aber auch wieder Community auf Seiten von Stuttgarter. Wenn Magdeburg jetzt in den nächsten Sekunden exekuten will, das sind noch alle Smokes da, Molotov, Flashes. Was haben wir noch zur Verfügung? Also wir sind noch eigentlich gar keine Utility mehr, doch eine Smoke und eine Flash Grenade auf Redboy, dann die Flash auf Zeta. Also im ganzen B-Spot quasi nur eine Granate verfügbar und das ist die Flash. Man könnte es eventuell rausbaiten jetzt, ein bisschen Utility. Magdeburg ist definitiv sehr langsam, auch sehr verteilt. Einer auf A lang, einer unten bei B lang. Da zu rotieren, 30 Sekunden. Muss den Schallung zusammen kommen, Magdeburg. Wer hat die Idee? B an. Bombe geht aber toll jetzt Richtung A. Und Chaos findet Open Effect. Schön, dass er den Body. Und wer hat den Chef wieder rein? Wo kommt der noch mal daher? Hat sich wohl lang geschlichen. Jetzt muss aber auch zählen. Letzten 5 Sekunden brechen an die Granate. Könnte ihn treffen. Oh, Kobe! Über die Wand hinweg. Schön gemacht. Aber den Orbschuss kommt auf mich. Jetzt schreibt man hier Kills. Seite an Seite. Bombe ist geplantet. Schaden kommt nicht ganz durch. Jan Ingwer finisht Nine mit der Pistol. Und damit ist Chaos und Koga gegen Jan Ingwer und Redfall. Und Chaos ist 105%. Koga full flashed. Frisst einen Headshot von der USP. Letzter Überlebender ist damit Chaos. Der ist hier. Hinter ihm. Schafft er nicht. Schafft er nicht. 3 Sekunden. Nein, wird auch abgeholt. Jan Ingwer hat den Engel im Blick. Und damit der Ausgleich hier für die Stuttgarter Jungs. Sogar die Führung. Schön gemacht von ihnen. Da hat sich Magdeburg eventuell ein bisschen zu lange Zeit gelassen. Also die Entries waren ja da, aber man konnte halt die Follow-Up-Kills hitzen, beziehungsweise die Bombe nicht richtig protecten. Der Go kam viel zu spät. Es gab einen B-Fake-Call, der war ganz gut. Ja. Sie haben sogar auf B-Fake wichtige Frags geholt, aber es hätte 10 Sekunden eher passieren müssen, weil hätten nämlich die Magdeburger auf A schleichen können, die Schulkarte rotieren können. Dann haben die Schulkarte die Steps gehört, dort. Schöne Flash von Chaos, weil die sind nicht geholt, dann macht es hart und zittert. Ja, wir sind schon unter auf 22, das heißt, ein Schuss dürfte da genügen, um das Leben zu nehmen. Ah, jetzt rotieren die Stuttgarter Jungs auch schon, geben ihre aggressive Position Richtung Mitte eher auf und ziehen sich auf den Spot A direkt zurück. Zählt immer noch 3 Schokot auf B, die ganze Zeit. Jetzt erst tut er noch. Jetzt ist Karma auf dem Weg. Ah, und Shepard. Dann nimmt er vielleicht mehr Schaden, als hätte sein müssen, weil Zeta ohnehin schon low war. So, aber kriegt er wenigstens den Kill. Sissis kommt hier auch ziemlich low. Gotti räumt ihn ab. Cleart damit die B-Side erstmal. Während sich die Bombe jetzt haben restlich macht, die Ballspielern hier durch den Connector Richtung Water bewegt. Naturlook im Connector. Ja. Wird aber keinen wirklich finden, weil ich so kurz defensiv spielen. Die werden alle über den CT rotieren wahrscheinlich. Redboy noch in Heaven mit AWP. Ist nicht abgesmoked. Wenn Magdeburg noch smoken, Kugel könnte noch smoken. Shepard ist schon auf dem Spot drauf. Nein. Gebt den Mutter, kann man nicht, der kriegt sich einen Headshot. Auch das Rumziehen von Redboy unterbrochen. Dann ist Gotti auf dem Spot, der hat nur 3 HP. Räumt den guten Shepard aber trotzdem ab. Das lässt hier Koga im 1:4. Und der muss saven. Der muss safen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Economy. Ja, es wäre auf alle Fälle besser. Geld ist bei Magdeburg jetzt nicht mehr so vorhanden. Chaos könnte eventuell was droppen. Aber der Rest sieht man technisch nicht gut aus. Von daher schon eine schlaue Entscheidung hier, die AK erstmal safen, gerade auf Koga wäre es wichtig, dass sie überlebt und werden sie ihn handeln. Sie bewegen sich zumindest langsam aus ihren defensiven Positionen heraus. Schicken die wieder 3 AP vor, damit man sterben kann. Ja. Koga ist ein Mate, dann kann ich ihn nicht finden. Aim ihn zumindest ab und auch von oben von anderen Toiletten. Ja, also er ist jetzt hier surrounded, aber er ist zu langsam, wenn wir ihn finden. Gut, dann ist zumindest die eine AK gesaved. Wie gesagt, Geld ist noch da, einmal droppen wir drin.
geht man auf den Forceball, ist die Frage. 2-4, 2-9, 3-8 ist jetzt nicht viel. SMGs wären drin, aber ich glaube, man entscheidet sich hier eher auf den Forceball Richtung Pistols, die CZ, noch eine CZ, der Rest mit Fake Grenades und zwei Molotovs. Und eine Smoke Grenade, Verzeihung. Und vielleicht mal ein bisschen Go-Together hier, ja. Jetzt wird unser Offensiv Richtung A gepusht, ist aber kein Fisch, vielleicht wird ein Echo-Push Richtung B macht. Und Baiten hier ordentlich Utility raus. Reverse. Und dann jetzt Kill zu reinigen und sie schafft es tatsächlich. Chaos trade den Kills dann mit Jan Ingvar, aber die Grenades auf der Seite von Toilets aus werden auch hier die Bewegung etwas einschränken. Man zieht sich eine langsam zurück. Eine Reverse-Tool der Oberpass, fang auf B und geh nach A. Wer weiß, es wäre auf alle Fälle cool. Aber die Bombe bewegt sich Richtung Playground. Dass man 1 zu 1 trade in der Echo, ist das mal nicht schlecht. Können sie mit ist arbeiten? Nicht schlecht, nee. Haben vor allen Dingen dann auch nur die CZ dafür verloren. Ich denke, das ist ein Opfer, was Magdeburg gegen eine AK gerne bereit ist einzutauschen. Ja. Hey, und dir auch vielen Dank, Pilzi, für dein Subscribe mit Twitch Prime. Freut mich, dass du Magdeburg eSport auch weiterhin mit deinem Amazon-Gutschein quasi unterstützt. Endest du, ja. Das freut auf alle Fälle. Schon 4 Morte in a row. Das erste Quartal ist geschafft. Jupp. Stay active, my friend. So, also, jetzt der Boost hier auf lang. Da hatten wir bisher relativ wenig Feuergefechte. Ich glaube, kein einziges Mal wurde es ja gebattelt. Und auch Magdeburg hat diesen langen Go bisher nicht sehr häufig benutzt. Hier geht aber richtig lang los. Ja. Shepard ist close. Der Entry ist wichtig. Bombe hinterher mit der AK. Ja, die gehört. Oh, unlucky timing zieht rum und damit ist der Spot erstmal offen. Zwar jetzt kommt hier durch den Spawn vielleicht noch Zeta dazu, aber die Bombe ist schon drauf. Redpoint zieht immer wieder auf Shepard. Und flasht sich halt falsch raus. Das nimmt Line, nimmt den ersten, macht nochmal ordentlich Schaden im zweiten und geht sofort runter. Die Orb von Red Boy jetzt gerade erstmal nicht so gut drauf. Zieht unter Empfehlung, kriegt nochmal ordentlich Schaden, droppt hier runter auf 22 HP im 1 gegen 1 gegen Koga. Der ist full life. Ein Schuss gilt, der hat ihn gesehen. Molly kommt raus. Molly schindet nochmal Zeit. Er hat aber einen Kit. So, aufpassen. Sie weiß, so pushen. Hat die Information. Immer noch im 1 gegen 1. So, die Smoke. Kuga jetzt rauszieht, kann er ihn easy töten, muss ich beeilen. Kuga, und auf 22, das sollte gehen, das reicht! Das ist zu spät. Oh, die Granate hat nicht ordentlich genug Schaden gemacht, genau genommen fast gar keinen. Und er kriegt tatsächlich den Defuse durch und erhöht damit auf 6-3 für die Stuttgarter Jungs. Das war Balls. Ho. Da war Kuga ein bisschen zu defensiv, hätte direkt mit seinem Gegner rausstepp wieder zurücklaufen müssen. Hat ihm denn die Runde gekostet. Wir begrüßen, by the way, Dortmund eSport im Chat. Schauen wir mal am Scouten für die nächsten Gegner und vielen Dank an Nummeln für den Post. Oh, Red Boy, das haben wir vorhin schon mal gesehen mit dem Early Entry Frag hier Richtung 9. Droppt damit auch die Bombe und zwar. Nee, die hat die gelegt, aber Chaos Trade rein. Ja. Schade, dass uns Goaty wie das nicht zeigen möchte, dass die Kills hier oft Engel fallen. MDS Inting, na Inting würde ich das nicht nennen. Es waren jetzt zwei Situationen, die man durchaus hätte gewinnen können. Ah. Ist halt, je nachdem, wie man das Playstyle aussieht, er ist ein bisschen defensiverer Spieler. Jan Ingvar ist ja sehr weit vorn gewesen, wurde von Magdeburg fast eingekreist. Seit CS gar nicht vertreten. Das freut mich dann umso mehr, dass ihr freiwillig hier seid, Dortmund. Grüße, by the way, ins Ruhrgebiet. Ja, Magdeburg wollte fast den Jan Ingvar umzingelt, aber konnte schnell zurückfallen auf A. Magdeburg ist in Toilets eingenommen, wird Richtung A aufbauen, haben noch einen Lurker auf B, den Chaos, aber... Bisher hält er sich verdeckt, hat sich nicht gezeigt, dass er was ist. Wird vielleicht wieder einen Decoy probieren. Aber wenn Magdeburg jetzt wieder versuchen will, mit Abwehr loslaufen. Oh, der Kill ist wichtig. Letzter Mann in Verbleib ist damit das Red Boy. Der hat zwar die Orbis runter auf 19 HP. Okay, es ist ein bisschen der Wasser. Er sieht ihn, er sieht ihn tatsächlich. Und er nimmt meinen nächsten Headshot. Was ist denn los mit dem? Der ist im Wasser, das Holz on fire und das ist eben in die Molotov eingelaufen ist. Dolly pusht den Spot Richtung Start. Füllt den nächsten. Damit im 1 gegen 2. Bombe ist zwar schon komplett. Jetzt ist es. Chaos brauchen, weil ich ihm so da ist. Ist es im 1 gegen 1 gegen Dolly. Runter auf 46%, aber auch Sizzles runter auf 65%, hat den Engel, finisht ihn mit dem Spraydown runter, schön gemacht. Damit nimmt man eine wichtige Runde hier für Magdeburg, weil das Geld jetzt auf Seiten der Stuttgarter Jungs nicht gut aussieht. Wir sehen 1-4, 1-5, Forceball wäre vielleicht drin, aber nicht mit genug Utility und auf die Headarm müssen wir verzichten. Geht hier auf die Pistols, Speed 250, CZ, kauft sich hier doch nochmal fast komplett runter, interessant. Kuga hat den Goldi eigentlich mit Smoke pushen gehört, hat aber nicht reagiert, hat weiter auf den Kanister von den Dinger Games von Zers geaimt. Oder kann man halt Goldi den Smoke pushen, direkt gefragt, hat Kuga überrascht. Und dann Karma pusht hier mal rein und kriegt jetzt den Headshot! Alles raus gegen Chaos. Shepard ist da zum Refrag. Auch nicht den zweiten, weil Red Boy und Kollegen dadurch den
Durch den Connector als Verstärkung kommen interessante Bewegungen von Stuttgart. Immerhin, man nimmt so mit drei Magdeburger Spieler raus. Er erobert sich hier zwei AKs. Weil ich ganz gut gespielt von Stuttgart, weil die haben bisher immer defensiv gespielt. Jetzt in der Eco haben sie was getraut. Stacken zwei im Connector rein, zwei aggressiv auf B. Und es funktioniert. Geht der Bomb durch für Kugel. Das ist ein Kick von Ziel auf der Shotgun. Oh, es reicht nicht ganz zu droppen. Und der nächste Headshot. Zeta auf Long Distance hier gegen Koga und Sizzes. Ah, da war der Spray von Sizzes nicht ganz on point. Schade, und damit resettet man Magdeburg quasi. Ja, das ist wirklich nicht viel Geld. Shepard bei 18 Kills bereits. 18 Kills. Stuttgarter Jungs, alle global. Ja? Dafür hält Magdeburg noch relativ gut mit. So, also Red Boy. Diesmal nicht mit der Orb, aber doch wieder relativ aggressiv. Diesmal den Frag auf der Mitte erstmal nicht. Jetzt lauert man hier aber zu zweit in Party. Oh, hat man Shepards Kopf da gesehen? Es sieht nicht so aus. Und der pusht hier auch ziemlich ballsy durch. Was geht jetzt vor? Man kriegt den Kill nicht. Und es nehmen Jan Ingwer und Red Boy hier zwei Spieler von Magdeburg aus dem Game raus. Zeta hat den Headshot-Engel. Setzt den ersten Schuss auf den zweiten. Koga schafft immer noch den Refrag mit der TZ. Jetzt fliegt hier ordentlich Utility rein. Zeta versucht den Umgehungsmanöver. Schafft es auch nicht ganz. Young Ingwer räumt den nächsten im Game ab. Red Boy guckt hier für den dritten Kill. Er kriegt den auch. Kogas Aim nicht ganz on point. Trifft ein paar Schüsse. Schafft es nicht ganz. Und damit geht man hier aus der Runde raus und lediglich einem Kill. Ah. Ja, die Ecke wirkte gerade ein bisschen einfallslos. Einfach gelaufen und gestorben. Beim Laufen gefühlt. Haben sie nicht wirklich irgendwas getraut, hier anzuspielen. Jetzt geht man hier nochmal aufs Ganze. Diesmal mit der Orb auf Koga. Orb ja, Action P90. Haben wir bisher relativ selten gesehen. Sowohl die P90 als auch die Orb in diesem Spiel. Also ich glaube zweimal hatte sie Red Boy, nur einmal Koga. Und Feed Impact hatten sie auch nicht, bis auf die Anti-Effects, die immer wieder Red Boy hier durch die Mitte. Darauf muss man sich doch langsam mal einstellen. Schon das vierte Mal jetzt, dass er mittlerweile da mit der Orb oder M4 rumhängt. Eine ganz gute und einfache Popfläche, die man da rauswerfen kann. Das hat man geflasht, kann man gegen was absmoken. Ja, dein Fachwissen ist gefragt, mein Junge. Und zwar ist diese Map eine Seite. Ist die hier stärker? Ist die City Side? Die ist relativ gebalanced, tatsächlich. So, Gotti droppt die Bombe hier Richtung Water. Das ist nicht, liegt damit Downs in Kennels. Es ist ein 5 gegen 3. Viele fallen. Jetzt leistet sich Shepard mal ein Aim-Duell mit Gotti. Oh, und Gotti hört das. Gotti dürfte den ersten abholen. Zweiter ist nicht schnell genug. Vergibt den ersten Chance. Hat keine Chance für den zweiten. Währenddessen wird Sizzes in den Kennels auch noch abgeholt. Und damit 9 zu 4 für die Stuttgarter Jungs, die jetzt hier die Chance haben, die Runde mit. Ja. Eventuell 11 zu 4 zu enden. Jetzt geht's hier aber erstmal in die Pause für Magdeburg. Ja. War gerade ein sehr, sehr guter Look von Gotti. Jetzt sind die wahrscheinlich eigentlich die Stuttgarter. Ja. Haben wir am Anfang ein bisschen, ja, aufgeregt gewirkt, sag ich mal, viel verschossen und jetzt sind sie halt zuversichtlicher geworden, pushen aggressiver rein, sowohl auf A als auch auf B. Ja. Nebenraum ein, Loken. Ja. Also, ich gesehen, in den letzten Runden, weil ich noch nicht abgesprochen habe, dass halt Party und Toys fast nie umkämpft waren. Mittlerweile ist es so, also da trauen sich die Jungs auch mehr. Gerade hier Rodboy mit der Orb oder der M4, wie er mal aggressiv in die Mitte reinpiekt, der den ersten Frag holt und Magdeburg damit quasi schon in den ersten 30 Sekunden schwächt. Es waren allgemein sehr viele Early Kills und die Entry Kills im Water waren auch mal relativ interessant, aber leider nie klar Favorite für eine Seite. Also, beide Teams setzen ihre Akzente. Bei Magdeburg ist die Fragging-Zahl halt echt nicht gut. Also es lastet viel auf den Rücken von Shepard, der ist nur Stand-In, ist also Taktik vielleicht nicht ganz so eingebunden. Ja. Da geht es eher um die individuelle Performance, aber dafür muss der Rest auch noch ein bisschen upsteppen. Man sieht auch, die Stuttgarter haben jetzt die letzten Runden fast alle geholt, nur eine von den letzten 8 haben sie abgegeben an Magdeburg. Man muss jetzt noch mehr kommen von Magdeburg, deswegen der Timeout, Tempo rausnehmen. Kurz durchgehen, das können wir jetzt noch machen, 2 Runden zu spielen. Forcen wir jetzt rein oder machen wir jetzt noch eine Echo und kaufen letzte Runde rein. Wir werden sehen, was sich ergibt. Jetzt geht es nämlich direkt weiter in der 14. Runde. Ja. Wird eine Echo werden von Magdeburg. Spielen sie wahrscheinlich das an und sagen, okay. Was wichtig für Magdeburg wäre, ist in dieser Runde vielleicht nochmal ordentlich viel Schaden zu machen. Ja. Höchstens die Bomben zu planten. Ich denke, mehr dürfte fast eigentlich nicht drin sein, wenn Stuttgart weiterhin das so gut defensiv runterspielt. Also, und dann vor allem die Pistol in der nächsten Halbzeit zu holen. Das dürfte extrem wichtig sein, sich vielleicht mal ein, zwei Runden zu sichern. Ah, fängt schon mal gut an. Shepard mit dem Opening Frag hier. Und da kommt der zweite Entry von Sizzes. Da ist jetzt Stuttgart relativ langsam. Man sollte Short aber trotzdem auf dem Visier haben. Shepard mit dem nächsten Frag. Jetzt fallen hier die Stuttgarter links und rechts in die Wirtschaft. Jetzt ist er down und damit macht er mal wieder weniger. Zweiter auch weg. Jan Ingwer räumt hier ordentlich hinten ab. Nein, ist da mit der Orb. Setzt den letzten Schuss und holt damit diesen Rush für Magdeburg. Die Safe mit sich jetzt zwei Orbs und eine AK. Können also ein bisschen Geld sparen, um nochmal auf Utility zu gehen. Und Shepard
3 Entry Frags, genauso ja, wie Süßes. Naja, den dritten auch im Verlauf des Ganzen so. Also der carried Magdeburg hier tatsächlich gerade durch die erste Hälfte. Muss ich sagen, wir sind drauf gepusht, haben Stuttgarter komplett überrascht. Ja. Alles kann man sich sagen, wurden überrascht, wurden zwei Eck geholt, B war offen, B wurde mit Feigermassen eingenommen, Rotation abgefangen. Gut Deck auf Magdeburg. Ja. 9 zu 5, jetzt sollte man den X-Men auch noch holen. Mit einem neuen Deck kann man gut arbeiten in der Halbzeit. 10-5 ist mir so. Schon wird sehr knapp. 10-5 ist natürlich wieder risky, wenn du die Pistol verlierst. Weil dann kannst du relativ schnell 13-5, 14-5 spielen, eventuell, wenn man da nicht gut reinkommt. Eventuell ist das die geilste Karte, je nachdem, wie man gut ist oder nicht. Ich finde, da ordentlich Schaden durch die Wand gestellt. Oder 50 AP runter, das ist relativ gut für Stuttgart, weil ich habe heute da. Der Spieler von Magdeburg gerade ist der Frager. Wenn der stirbt, ist es schwierig. Magdeburg orientiert sich wieder Richtung B, hat eben nicht funktioniert. Haben jetzt diesmal nur sie um ein Party-Lurken. Stuttgart ist auch wieder bei 3B und haben erstmal aufgegeben, Raum einzunehmen. Ja. Und bleiben defensiv. Hier die erste Utility rausgebracht. Jetzt kommt also ein Go-Chaos. Mit dem Opening-Track mit der Op. Aber wird gereftrackt. Gereftrackt hier von Zeta. Der rotiert das hier in die Borden wieder rein. Fliegt auf den zweiten. Dann ist die Bombe erstmal down. Und die liegt da ziemlich blöd. Genau von den Waffenläufen der Stuttgarter. Die holen damit auch noch Shepard raus. Sissus hat die Chance. Tappt hier nach dem Problem weg. Und den zweiten schnellen Headshot. Sissus im 1 gegen 2. Und er hat die Idee, wo er herkommt. Aber Red Boy zu schnell mit der Op. Endet die Runde mit einem schönen Frag gegen Sissus, entscheidet damit die Runde für die Stuttgarter, die auf 10 zu 5 erhöhen. Und jetzt geht's halt echt darum. Die Pistol, die jetzt folgt, könnte schon spielentscheidend sein. Schafft Magdeburg damit eventuell 6 zu 10, hat die Chance bis auf eventuell 9 ranzukommen, eventuell 8. Oder schaffen die Stuttgarter mit dem nächsten Win eventuell auf schon 13 bis 14 zu 5 zu erhöhen. Daran wird sich die Runde so ein bisschen entscheiden. Und natürlich hoffen wir, dass Magdeburg, was die Fragging Power angeht, defensiv ein bisschen besser aufgestellt ist als hier. Im Best Case kriegen sie halt quasi kein Bombe durch die Stuttgarter. Ja. Dann haben die Magdeburger drei Runden Zeit aufzubauen. Wenn die Bombe durchkriegen, wird es ein bisschen knapper. Gucken wir mal, was jetzt die Magdeburger hinbekommen. Ja. Vielleicht kann man Stuttgart sagen, hey, wir können auch die Tokyo Europa spielen. Wir rotieren von A nach B runter. Mal gucken. Bin gespannt. Erstmal, das ist bei dir ein bisschen kalt. Ja, beide Teams haben sich nicht ehrlich. Okay. Ich glaube nicht. Das wird auch angezeigt werden. Nur ready für Stuttgart. Magdeburg, wenn wir ein bisschen Zeit haben, zu überlegen, klar, was wir machen. Ich hab das eben schon gesagt, Shepard ist jetzt das Sub, vielleicht mit dem, ich weiß nicht, ob ich so nehme mit Shepard. Vielleicht sind die ja nicht an euch eingespielt, muss Shepard fragen, soll ich hingehen, das ist der Plan, wenn wir zu dir anfangen. Mhm. Machen wir jetzt einen 3-Mann-Stack B, vielleicht sogar einen 4-Mann-Stack, habe ich auch schon mal gesehen am Anfang, wenn man einen sehr starken Bigfish erwartet. Klar, alles abklären, wenn man am besten spielt. Ja. Jetzt einfach tauchen, das auch, ich glaube nicht, dass man tauchen kann. Tauchen, Pixelpause etc. Ja. So, dann wollen wir mal zu den Zustand gucken. Ah, schön. Hier werden bereits die ersten LOL-Sachen abgeklärt. Lori hier auf der Suche nach dem nächsten Scrim-Gegner. Hm? Ready für Magdeburg. So, ready für Magdeburg. Jetzt zählt's. Wer die Pistol-Runde holt, kann sie wieder Hoffnung machen, das Game zu verlängern oder aber das Game bereits zu entscheiden. Magdeburg, ich halte keinen Dramatik. Ich habe einen Helm. Und zwei Spieler pushen Richtung. Heute in Richtung lang, aber nicht so tief. Stuttgart erstmal mit einem Toilet Push zusammen. Finden da ein. Oh, und pushen hinein, einfach gnadenlos weg im Laufen. Schöner Headshot von Karma. Aber die Magdeburg-Rotation ist da. Jetzt sind bereits drei Spieler auf dem A-Spot drauf. Ah, nicht ganz. Es sind zwei, aber die droppen schon mal. Stuttgart hat die Chance. Den ersten, den Messer. Den zweiten Filter auch. Und dann die Bombe ist für den Zeta mit dem nächsten Headshot. Und damit 3 gegen 3 Situation. Bombe ist da. Erst zwei Stuttgarter auf dem Spot. Karma rotiert jetzt erst dahin, aber da kommt der schnell zweiten hinterher. Kannst du nicht bringen und den vierten eventuell auch. Der erste ist den dritten setzt er auch. Shepard. Ein Timeout bekommen. Für Gott rausgeflogen. Oh. Das war ein schöner Retake. Schöner Retake, auch wenn dieses Ausgeteilt dazu zählt, aber was für nasty Headshots da von Shepard. Also wird entschieden, ich habe die erste Hälfte schon gecarried, die zweite möchte ich für mein Team auch mal in eine gute Richtung bringen. Richtig schön gemacht. Da kann der Twitcher ruhig noch ein bisschen Lärm machen hier, ja? Also wir sind hier wirklich hier
Counter-Strike Action auf wunderschönem mittleren Niveau. wo die Shots wesen noch schön aussehen. So, Zeta. Und da gibt man tatsächlich den Opening Frag für die Stuttgarter her. Das war ein bisschen offensiv von Nein. Vielleicht hat er auch kein Backup zum Refraggen da. Auf lange lauert. 94 gefunden. Das war Koga. Und dann mehr Firepower in den Händen von Stuttgart. Jetzt das Tempo doch ein bisschen unternehmen, obwohl, schau dir Jan Ingwer an, der ist schon fast on spot. Koga ist im Visier, Koga hat's auf dem Schirm, Filter mit Red Boy. Sollte aufpassen! Ja, gut geholt. Wird abgelenkt von Lang als auf den Toilets, damit der zweite macht die Brüche aus dem Game raus. Schöne Granate droppt hier Jan Ingwer runter auf 43%. Weil die Bombe ist halt am Spawn, da müssen wir ganz weit zurücklaufen, wir wollen wiederholen. Ja. Oh, Sizzis hat den richtigen Riecher, dass er bereits einen Spieler seinen Spot infiltriert hat. Ich will jetzt aufpassen. Ein bisschen nachlässig für Gott. Teilen sich halt auf, pushen einzeln irgendwo rein mit einer eigentlichen Echo gegen 3 und Chaos flankt gerade auch noch einen Dunning nur weg. Jetzt ist es wieder zum 2 gegen 3. Ja, und Caesar, da bist du halt gut drauf. Schickt den 10 gegen Chaos, wird aus der Entfernung von Shepard weggeholt. Der gönnt sich damit den nächsten Kling dieser Runde. Goddy hätte die Option, die Waffe zu safen. Noch 30 Sekunden da. Entscheidet lieber auf ein Aim-Duell mit Shepard. Da würde ich aufpassen. Der hat sich bisher gut präsentiert, fällt hier zurück. Geht safe Richtung Bank. Ein Careful auf Goddy. Wenn wir gefährlich werden, ist mit einem Headshot direkt. Nein, Headshot. Da Shepard einfach zu abgebrüht. Weiß, wo gepiekt werden wird. Und Headshot gegen Goddy und damit sehr wichtige Follow-up-Runde hier für Magdeburg. Verkürzen damit auf 10 zu 7. Aber die mittlerweile Runde. Ja, sie haben viel abgegeben. Also gerade dieser Opening-Frag gegen Nine hätte nicht sein müssen. Der hätte ein bisschen defensiver spielen können auf Höhe vom Playground. So hat er den Opening-Frag gegen Zeta abgegeben. Naja, also Magdeburg, die Scout auf Koga. Nein, ich bin nicht vorgesehen, Toilets. Ja. Aber ich muss. Double Nade, keine das Smoke. Wollen direkt sagen, Party ist clear, Nade, alles rein. Ja, Frag Koga hier. Da ist hier ein kleines Feuer-Duell. Frisst die Granate runter auf 31, 26 nochmal einen hinterher. Also wirft man ihm viele Begrüßungsgeschenke zu. So, jetzt geht's. Wo kann Stuttgart eventuell den Opening Frag setzen, um auf den Spot zu gelangen? Wie ist die Bombe jetzt hinten im Spawn? Lassen sie mal liegen. Weit hin. Rotieren! Shepard? Hallo? Okay. Der ist gut drauf heute. Findet den Schuss durch die Wand in den Kopf von Jan Ingwer. Ah, da ist nichts zu machen. Wenn der Schuss sitzt, ist es vorbei für den Guten. Ja, so, jetzt hat sich das Tempo ziemlich beruhigt. Wir bauen Richtung A auf, haben schon 3 Klos vor A, Kuga sieht sie aber noch nicht. Ja, den einen hat er Riecher bereits angefragt, jetzt zählt's Nein. Wenn Nein da die erst gute Crossfire etablieren kann und Kuga ein bisschen Zeit gibt, hier rein zu aimen. Aber mit der hat es sich eben vergraten. Da hat man ja auf dem Schirm, auch Goddy kommt, jetzt will man ihn hier in die Zange nehmen, man findet tatsächlich. Auch der Schuss gegen sie ist jetzt nicht hinterher runter auf 15% gedroppt. Jetzt pusht man den Kuga. Oh, und der setzt den Frag nicht ganz. Aimt auf den Boden? Ja. Im ordentlich Schaden getrennt. Also alle Spieler von Stuttgart sind hier zumindest schon mal angefragt. Und aus den nächsten Schaden durch die Wand kann man nochmal nachsetzen. Red Boy ist hier in einem großen Umfassungsangriff. Erwischt Chaos von hinten, während es gleichzeitig von Karma weggeholt wird. Damit schön gemacht von den Stuttgarter Jungs. Mag sogar ein bisschen die Greedy. Der hat da eine Mauer geboostet, war viel zu greedy. Ja. Und sie hatten auch 3 Gewehre alle auf B gehabt und hatten den P und Squad auf A zum Halten. Das war ja auch ein bisschen blöd verteilt von den Waffen her. Und am Ende natürlich der gute Look von Red Bull Toilets. Dann killt Chaos von hinten, kann ja nichts machen. Kann nichts machen. Ich denke auch, dass Kuga da ein bisschen aggressiver hätte weiter stehen können auf Anlang. Den ersten Anfrager bereits gesetzt. Aber gut, Magdeburg hat sich immer so entschieden, so zu spielen. Jetzt ist man hier auf eine Force bei. Force bei. 5 Mann Stack B. Jetzt richtig. Ja, und damit könnte man sich verschätzen. Was ist aber mit dem Spawn? Also, je nachdem, was die Stuttgarter Jungs auf A finden, stellen A-Rotation Magdeburg immer noch auf B. Und ja, Oralbestrafer, also Shepard so richtig gut drauf. Hätte ich gewusst, dass er gleich so einschlägt, behält das Team ihn, glaube ich, gleich einfach. Oh, die Stuttgarter finden kein vor A. Die sind verwirrt. Die Zeit tickt runter. Der Bombe ist nur mit dem Spawn. Jetzt kommt der Call, dass der Karma rotieren soll, holt sich die Bombe. Magdeburg hört jetzt selbst auf A, rotiert komplett rüber auf A, das ist B komplett offen. Mhm. Rotation. Oh, oh, den Chef sehr schön. Sieht das leicht? Ja, riskant. Kann man so sagen. Ich nenn's motiviert.
auf Close Distance wird Shepard jetzt weggeholt von Gordy. Damit der gefährlichste Spieler von Magdeburg erstmal aus dem Game raus. Gleich die Smoke durch. Wechselt die Waffe, aber es war doch schon dieses Smoke raus. Hat auch von Jack immer geholt. Chaos und 9 gegen 3. Bombe. Chaos! Ja, Karma dran im 1 gegen 2. Im Crossfire ist er drin. Auch den letzten Frack. Red Boy holt sich Chaos. Erhöht damit auf 12 zu 7. Aber nochmal ordentlich Schaden hier noch von Magdeburg. Bei dem, was man da hatte. Da muss ein bisschen mehr kommen. Wenn Chaos öfter solche Headshots trifft, dann war das Game schon. Ja, und sie hätten vor allem den zweiten konstanten Fragger nach Shepard. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig gewesen. Aber den Kills, was dabei, Jan Ingwer und Red Boy fraggen da ordentlich rein. Das kann man auf dem Magdeburg leider nicht behaupten. Da ist bisher Shepard der Einzige, der da richtig Impact hat. Nein, muss ein bisschen aufholen. 6 Kills bei Nein, 8 bei Seesis. Ja, die Jungs normalerweise besser. Also gute Ansätze sind ja da. Nein. Schlechtes Teil. Nicht aus dem Leben davon zu kommen, ja, nicht Schaden. Kriegt aber Jan Ingwer nur runter auf 61, also haben erstaunlich wenig Schüsse gehittet. Ja. Hat auch den Meter gewesen. Die Mauer getroffen. Ja. Shepard links close auf dem Gitter, ob sie jetzt auf dem Schirm. Shepard! Unnötiges Timing! Schickt noch einen Headshot drauf, aber fängt sich den nächsten Schuss durch die Wand. Immerhin ist es. Kann den Kill nochmal traden, wird aber instant von Gordy weggeholt. Red Boy mit der CZ auf Close Distance gegen Chaos. Das war nicht schön, dass der Kampf so entschieden wurde. Zeta smoked sich hier rein. Letzter Überlebender auf ist wieder bei der Cougar. Der ist zwar eben erst in den Connector eingedrungen, dürfte mit seiner Deagle aber sowieso nicht mehr ganz so viel machen. Eventuell mit ein paar Schüssen könnte er noch ordentlich Schaden machen, aber Zeta und wieder ab. Der hat nämlich auf dem Schirm. Zeta. Ecke im Visier, holt Koga ab, erhöht damit auf 13 zu 7. Für die Schüler Jungs, für die es jetzt ziemlich gut aussieht. Ich habe halt ein bisschen greedy auf dem Gitter, hätte mehr warten sollen, finde ich, und jetzt geht halt rumziehen. Also er hat den Schuss ja gesetzt, 48 Schaden gemacht, glaube ich, also einen guten Schuss hat er dran gebracht, aber sich dann von dreimal umgesprayt worden, ja. Gut, jetzt wieder Buy auf Magdeburg, AWP Kuga gegen AWP Red Boy. Kuga entscheidet sich auch mal Red Boy, noch rein zu pushen, aber direkt abgesmoked, keine Chance etwas zu sehen. Wir sind schon lang weiter. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Nein relativ defensiv steht, das heißt, er ist ein offen. Könnten sie reinpushen, Kuga flankieren. Nein zieht sich einmal ganz komplett bis auf den Spot zurück, jetzt muss Kuga auch rotieren. Ja, Informationen konnten wir bisher noch keine sammeln. Muss wieder 3 auf B, jetzt auf wie ein B-Boost, aber werden erstmal keinen finden. Glück Gott, Jungs, haben die Bomben diesmal dabei mitgenommen, mit dem Connector sind jetzt wieder oben. Oh, das könnte kurz wichtig werden. Wenn Shepard jetzt dort durch die Wand, okay. Interessantes Timing von ihm da. Ich hab's noch gesehen. Das ist natürlich unlucky an der Stelle. Aber es sind für Magdeburg, nimmt den Rotation Player aus dem Waterbereich und Tunnelbereich erstmal raus. Jetzt kommt Antov. Nein, piekt da sehr offensiv rein. Kriegt zwar einen Schaden, aber schafft nochmal den Fake sitzen. Gordy auch raus. Damit 3 gegen 5. Magdeburg keine Information. 4 Spieler sind bereits auf dem Spot drauf. Letzter noch nicht da. Es ist Chaos, der weiterhin auf B bleibt. Ja, das ist auch bekannt jetzt, dass die vor Verarschen geflogen sind. Und Kuga mit dem Arm schon durch den Bohr außerhalb. Nein, kann jetzt noch einen Kill holen. Info, Zeta, Zeta, aber die perfekt. Und den nächsten daher, aber Red Boy findet den ersten. Kuga trailt nochmal rein und damit ist Red Boy im 1 gegen 4. Wird gesehen, fängt sich in den Shop von Shepard durch die Wand wieder mal. Oder zumindest so halb durch. Ja. Und damit Magdeburg immerhin mal eine Runde auf, der das aufbauen können. Schön von Kuga, hat er ordentlich Schaden gemacht. Die Flash eben war super getimed. Das waren zwei sogar gleich hintereinander, hat zwei Spiele auf gerade erwischt. Das war sehr schön gespielt. Konnte in einer Runde ziehen, noch einen Kill, bevor er gestorben ist. Das ist ja wichtig. Einfach 8 Kills erholen. Erholen. 8 Kills erhöhen, dann nein. Kommt der Call ETA GG. Was ist los mit dir? Unterstützt du hier irgendwelche spanischen Terrororganisationen oder wie? Ja. Oder wofür steht Ed? Okay, das ist so, also, ja. Möglicherweise sogar Geldsorgen auf Seiten von Stuttgart. Dann Ingwer führt er mit dem Opening Frag gegen Schatten. Das erste Orb aus dem Game raus. Kam im zweiten Frag. Amas weiß. Sieht nix. Das ist es. Wichtiger Shot. Eventuell ist es auch noch. Nein, er schafft es nicht ganz. Kriegt die Schüsse von Jan Ingwer rein. Damit ist der Spot offen. Na, no, zwei Magdeburger Spieler sind beide noch auf A. Wollen Save, nehme ich an. Die gehen auf Save, ja. Wollen ist der Schlauste, kann man sich das money-technisch erlauben. Beide Teams sind jetzt geldtechnisch nicht gut aufgestellt. Das geht aber. Magdeburg mit Geld rein. Kuga und Nein sind beide runter auf wenig Geld unter 1000. Ja, kein Risiko eingehen. Gerade wenn man noch die Orb mit safen kann. Das ist nochmal ein größerer Faktor. Die sollten weitergehen. Die sind auf Bank drin. Ich finde den Spot nicht gut. Sie hätten noch weiter auf Toils vorgehen können. Weil so, es kommt wahrscheinlich mindestens einer hochgepusht. Das da kommt da schon nämlich Gordy. Man wird sich gleich ein Duell mit Nein messen lassen müssen. Oh, das Timing!
Und Kuga zieht doch rum. Jetzt müssen sie laufen, aber die Stuttgarter haben sich Richtung T-Spawn orientiert, deswegen werden sie es schaffen, so ungefähr wahrscheinlich damals dabei. Rein Magdeburg. Zwei Waffen durch. Wichtig. Kann saven und nächstes Mal voll kaufen. Vor allem noch viel Utility dabei und die Head Armor. Also da, das macht diesen Save umso wertvoller. Natürlich wieder eine Runde abgeben. 14 zu 8 ist jetzt nicht unbedingt gut. Und Stuttgart hätte jetzt die Chance hier mit dem Gewinn der nächsten Runde bereits den Matchpoint setzen. Magdeburg bleibt bei einer AWP, wie es aussieht. Ich kann nicht wirklich mal kaufen. Nee, hier ist nochmal für Farmers. Zwei Farmers, drei Kids. Es wird nochmal alles investiert, Leute. Bisschen Utility-Mangel, wir sehen dieses teilweise nur mit der Detoy. Die Bomben, die hinten liegen, machen wieder einen B-Boost. Finden da vielleicht sogar wen? Nein, also finden den ja, aber runtergehen. Dann Ingwer pusht. Ingwer, aggressiv, in der Luft gegen Shepard. Wichtigster Spieler von Magdeburg mit raus, immerhin zwei Kills von Magdeburg. Warum Karma die Ecke nicht im Visier hat. Er schafft es tatsächlich noch mit 15 AP rauszukommen. 4 gegen 3. Uwe rotiert, Weltball rotiert. Jetzt sammeln sich schon Richtung B. Und Magdeburg ist auch Richtung B, hoffentlich. Sieht zumindest so aus. Er macht aktuell nur den Chaos, der Tide bei der Rampe lurkt. Hinten steht noch Leses bei den ABC rum. Bei Magdeburg bleiben erstmal auf A stehen. Sie trauen sich nicht, jetzt kommt Karma vor. Pusht Leses um. Chaos lurkt da weiter, hört ihn suchen von Red Bull. Sehr geduldig, eventuell treibt er es im Molotov in der Situation raus. Da kommt der Kopf vor, jawohl, den ersten hat er. Den zweiten, ordentlich Spraydown ist da. Aber er schafft es, während Nein gleichzeitig einen Kollegen findet. Damit zweite Runde in Folge für Magdeburg, sehr wichtig. Können jetzt ein bisschen anfangen, Money aufzubauen. Das wird letzte Runde auf keine Fälle schaden. Wir sehen, Stuttgarter Jungs ist, ja, geldtechnisch nicht ganz on point. Gehen hier auf eine Force bei den Pistols. Er hat der den wichtigen Abschluss gemisst. Hätte er Chaos geholt, der B offen hätte so locker planen können, aber so. Und dann 100 gegeben. So zieht sich das Game noch ein bisschen. Chance da, Comeback! Ja, Comeback ist da, Koga. Oh, der Collateral und der dritten Schuss bringt er ja nicht ganz raus. Da gibt gleich immer noch mal ordentlich Schaden hier von Nein. Der wird jetzt aber von allen Seiten getroffen. Nein, er schafft's nicht ganz. Sieht er sehr weit raus. Der ist leider aim-technisch heute nicht ganz auf der Höhe, fürchte ich. Diese Schichten auf A drauf, am Truck, aber er meint sich IPAB geben, die geht direkt weiter, hoffe ich. Nein, zählt er nimmt sie. Oh, jetzt haben wir eine Orb und jetzt eine AK. Halt Dann irgendwann hat sich die AK genommen. Ja, und auf einmal die Runde wieder offen für Stuttgart. Ja, und sie gehen in den Connector und warten da erstmal ab. Chatbot ist halt relativ weit in den T-Spawn rein und lockt da. Ja, dahin. B ist offen, wenn man so sieht. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt kleinen Connector runterschleichen, könnten sie auf den gefallen werden sie finden. Nicht tun, da rotiert zwar Jan Ingwer runter. Lockt einfach nur, er lockt auf Rotation, nehme ich an. Ja. Magdeburg, das ist dann auf B steht tatsächlich. Boah, und Red Bull scheint nicht zu haben, ja. Hat den Engel bereits die ganze Zeit anvisiert, zieht dann rum. Findet den guten Sisses, der leider nicht schnell genug war, da zu reagieren. Und jetzt haben wir keinen direkt mehr auf dem Spot drauf. Bombe ist geplantet, die 40 entscheidenden Sekunden dieser Runde ticken dann runter. Könnt ihr Chaos nicht an der Bank finden, nicht oben Klos. Der zählt da. Das war Shepard wichtig, das war wichtig. Heute ist ein Opening. Tatsächlich, er kriegt ihn und dann ist es 2 gegen 1, runter auf 1 gegen 1. So, Zeit tickt. Wir haben Shepard gegen Red Boy und Red Boy hat den Engel im Visier. Da hat die Kommunikation im Team von Stuttgart gestimmt. Oh, findet damit Shepard und bringt es hier auf den Matchpoint für die Stuttgarter Jungs. Wir können auf das Scoreboard gucken, wir sehen Shepard mit 30 Frags inzwischen. Ja, Bombe ist da. Kratzt an der 10. Bei den Stuttgart relativ ausgeglichen. Wir haben jetzt Red Boy und dann irgendwo vorne, die das Team anführen. Komplett reingekauft. Leider nicht mehr viel da. Eine UMP, eine M4. Ah, ein paar CZs. Traut man sich jetzt mal ein bisschen aggressiver zu gehen. Ja, es pusht hier Richtung. Wichtig von ihm. Jetzt sollte er die Pussen eventuell verlassen. Obwohl keine Gefahr des Reflex da. Jan Ingwer hat sich nicht weit gegen Water reingekauft. Oh, Süßes. Der Greed nach der Knarre. Holt die Knarre und er findet ihn. Und gleichzeitig Gotti mit dem nächsten Frag gegen Koga. So, nein. Jetzt zählt's, Digga. Komm, du kannst doch eigentlich treffen. Du kannst es doch eigentlich. Jawohl, mit dem ersten. Den zweiten erwartet er nicht. Die Orb zieht Rumpf. Findet den nächsten Kill für die Stuttgarter. Und damit 3 gegen 2 Situation. Und die Magdeburger nur noch mit der Piste. Shepard hat das Timing. 2 gegen 2. Da hat dieses vorhin ein bisschen weit reingepusht bei B. Da hat sich nicht die AK geholt, die rechts von einer piekt Richtung B lang. Ja. Und wird da auf lange Distanz geholt mit der CZ. Das ist ja klar, was der Nachteil ist gegen die AK oder wie viel das da war. Sie lassen Magdeburg hier ultra viel Zeit zum rotieren. Ja, die Bombe lag wieder hinten. Und ich selbst nicht. Sie haben mich selbst nicht gehört. Ich denke, es halt nur einer. An uns auf B geladen. Raus.
Sven geht durch, ist das Hotel jetzt in Magdeburg. Ziemlich spät, ich hab das schon in der Bank. Sind vielleicht ein Zeta-Klos? Nein, er hat die Tür gefallen. Er läuft rein. Okay, 2 gegen 1. Chance für Magdeburg. Zeta? Ich weiß nicht, wo er ist. Sehr gut, und damit dürfte es entschieden sein. Es defused die Bombe, Jungs, aber kein Kitzer. Aber es sollte reichen. 15, ja. Wird nochmal spannend. Oh, 5 Runden, das sind 5 Map-Points. Für ja. Stuttgart. Und sie haben, glaube ich, gern mit Echo machen. Wir müssen Echo machen. Und dann können sie mit 15-11 quasi mit 4 Map-Points spielen mit Money. Obwohl, sie machen jetzt einen sehr guten Echo-Push. Kann auch sein. Ich bin gespannt, was sie da machen. Echo scheint tatsächlich letzteres zu sein. Ja, Echo sind immer so eine Sache, da kann man sagen, okay, spielen jetzt Default, machen irgendwie langsam, machen ja was Lustiges, einen lustigen Push oder versuchen sie irgendeine komischen Ecken abzulurken und campen einfach rein. Damit der grausame Push einfach über den Playground kommt, nicht über Party. Ja, nicht. Schnell umgepusht, oh, erster Schaden vom Kollegen, glaube ich, von hinter ihm. Marco rennt zurück. Aber gnadenlos, oh, ein bisschen der hat mal 40, die 2 Opening Flags, das war jetzt nicht so gut, da war Magdeburg einfach zu ungold und die Orb und eine M4 in Händen der Stuttgart Jungs. Das wird jetzt entscheidend. Und das könnte die Entscheidung fürs ganze Game schon sein. Jetzt kommt's auf an. Wo findet Magdeburg die Flags? Da wussten sie nicht, wie sie verlieren sollen. Genau, abgeaimt, Sizzes und Zeta schwimmen hier. Er konzentriert sich trotzdem. Was mit der Fabrik-Effekt? Ja. Mit der Pistole! Aber Sizzes räumt ihn ab, jetzt aber 1 gegen 2. Also gegen die Orb und die CZ. Es ist Red Bull und Jan Ingwer gegen Sizzes. Ich hab die Waffe weg. Ich hab die Waffe weg. Und dann muss messern. Ich krieg's halt nicht. Jedes muss gegen 2. Keine Smoke. Smoky Bombe. Ja, Smoky drauf. Der Baden. Und 3 ist aber sehr knapp. Nee, Red Bull dürfte zu. Er will hinein! Er kriegt sich hin! Er hätte einfach reinschießen sollen. Nein, er will nein. Damit die nächste Runde für Magdeburg. Oh, es ist immer zu recap, was passiert ist, die Runde, ja? Ganz verrückt. Ja. Die Stuttgarter pushen einfach rein. Magdeburg kann nicht auf den Busch reagieren. Die schaffen es nicht. Einfach ablehnen sollen. Nein, die gehen einfach weg, wenn beide überrannt sterben. Im Afterplan wirft einer von den Stuttgarter Waffe weg und sie verfehlen gerade den Film das Smoke. Ja, Doppelter Throw. Doppelter Throw, aber immerhin, jetzt hat man wieder Geld da und da geht der Opening Fact schon wieder in die Hände von Zeta. Der ist echt gut drauf heute, was die erst gesehen und auch Jan. Eigentlich verwundert, dass diese Woche keins war. Irgendwie. War ja irgendwann letzte Woche. Genau, okay, da kommt mal rein. Das ist 4.18. Wir messern jetzt. Das heißt, wenn jetzt sehen, für welche Seite sich jetzt entscheiden würden. Sobald ich jetzt ein bisschen eingespielt habe, gegen Ende, wo es ein bisschen besser mit dem Fracking her. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Das ist auch dringend nötig, weil Magdeburg halt an Firepower ein bisschen erlegen war. So, jetzt geht man hier ein bisschen Spider-Man-Action. So, jetzt entscheidet man sich hier schon mal. 2 Magdeburg-Spieler hat man hier ein bisschen separiert. Der ganze Rest schließt jetzt erst auf. Aber bisher werden noch keine Stiche getradet. Jetzt mal hier 2 gegen 1. Da findet man immerhin schon mal den ersten. Aber der Re-Stich von Magdeburg ist doch da. Schön. Aber Shepard, der räumt ja auch mit dem Messer ordentlich auf. Der hat heute richtig Lust. Und der letzte Kill kommt rein für Magdeburg. Super wichtig gewesen, jetzt einfach nur zu gewinnen, weil Train ist definitiv für eine Seite gefavored und zwar für die. No Game Sound, noch Verzeihung, weil ich wieder rausgetappt, das tut mir leid. Vielleicht kommt jetzt. Jetzt haben wir den Sound. I'm sorry, guys. Genau, die Map ist richtig für CT, die für CT halt ist umsided, sag ich mal. Seid ihr alle richtig aus Magdeburg? Im gewissen Sinne ja, also ich zum Beispiel komme aus Mösers, 20 Kilometer entfernt oder 10 Minuten Zug, aber ein Großteil. Das hatten wir gestern bei der Mitgliederversammlung, ich glaube, von
knapp 190 Mitgliedern von 160 aus Magdeburg oder so. Also wir sind zu wahrscheinlich 75% richtige Magdeburger. Ja, aber auch zugezogene und. Aber das Team ist komplett aus Magdeburg, wahrscheinlich sogar komplett aus einem Stadtteil, wenn sich wieder 301 und 8 entscheiden haben. Ich weiß gar nicht, wo Shepard kommt, ehrlich zu sagen. Also Kuga, bis auf, sie jetzt kommt ja aus Burg. Kuga aus Magdeburg, glaube ich. Haus auch. Und nein, weiß ich gar nicht, ich bin auch Magdeburger. Ja, also wir sind komplett aus Magdeburg. Ja, aus Magdeburg, genau. So, also die Pause ist vorbei. Genau. Tatsächlich haben sich die Stuttgarter Jungs hier für die TTIP entschieden, das heißt, Magdeburg. Wir... haben für TTIP entschieden. Für TTIP, an Weil TTIP ist, ne? Ja, an TTIP. Macht Sinn. Jetzt einen guten Shot hinlegen und dann mit dem guten Rückenwind die Map für sich entscheiden. Es war ein langer Tag, I'm sorry, guys. Ja. Es ist auch schon wieder fast 1:30 vorbei. Gut, Chaos geht mit Armee nach A, im Default-Aufbau auf Magdeburg. Wir wollten schnell nach B gehen, werden aber gemollied. Es wurden auch keine Steps gehört. Nein, müsst ihr jetzt ein bisschen nach Info gucken, damit nur technisch durchkommen. Fällt aber jetzt ganz weit zurück, noch hinter den Weißen. Gehen mit hier vier Kurse ab, aber die Schüsse. Ja. Oh, schon mal so eingemacht. Vielleicht jetzt einmal Richtung Rampe. Ja, noch einen Schuss im Magazin, muss hier reloaden, wird eventuell gleich von der Seite weggesteppt. Ja, da ist er schon, aber. Oh, Zeta kann den letzten Schuss nicht setzen, der war schon angefragt von vorher. Aber die Bombe liegt. 5-4, Gotti. Oh, schöner Spray da. Und den zweiten hinterher. Und den dritten hier mit diese sie gemeinsam rein. Machen hier ordentlich Schaden durch den Chaos, der es nicht schafft, noch Schaden zu setzen. Und jetzt fallen die Magdeburger Spieler hier links, rechts. Man kriegt nicht ordentlich Schaden drauf. Findet keinen Zwerflecken von Stuttgart, aber. Dafür macht Karma seinen zweiten. Gotti macht zwei. Red Boy, den letzten. Und damit 1-0-Führung für Stuttgart. Hat gut gestellt für Magdeburg. Man hatte quasi einen Entry-Frag bekommen, möchte man das so sagen. Aber dann kam der Follow-up einfach nicht. Und von daher erste Runde für Stuttgart. Weil Niederländchen sehr weit zurückgefallen, als Luffy mit dem Entry und dem Push. Das war halt ein bisschen unglücklich, weil so konnte er halt kaum aufgehalten werden. Der Push-Bombe kam durch, als Magdeburg schon erst 3 auf Richtung B hatte. Ja. Unglücklich gelaufen. Auch eine wichtige Runde für Stuttgart, weil jetzt haben sie Rücken gewinnt, können ein bisschen Vorsprung aufbauen, was T-Leiter wichtig ist. Jetzt sieht jede Runde. Wir haben eine Auto-Shotgun, etc. Die dürfte in dem Bereich ganz gut sein, aber ich glaube jetzt, sobald sie rausgeht, eigentlich nicht mehr. Da wird etwas länger entfernt gekämpft. Da findet man eventuell Shepard, der droppt schon mal runter auf 48%. Und jetzt geht Zeta aggressiv hier rein. Push eine Chaos! Und tatsächlich der Headshot mit der. Mit der Autopumpe ist da. Jan Ingwer wird die Rotation hier von Sisus aus Ivy unterbrechen. Auf der Grundlinie findet man jetzt auch noch Shepard. Damit ist das auch erledigt. 2-5 nur noch. Viel Schaden konnte Magdeburg nicht setzen, bis auf die 50, die man auch bis auf die Zeta schießen konnte. Aber für den nächsten und Zeta mit dem zweiten Frag mit der Autopumpe. Schön in den Kopf von Nine. Damit die zweite Runde, die das bisher, ja, flawless untergespielt haben. Ja. Also gab es eigentlich auch keinen großen Kampf im Connector oder im Dropper, eher gesagt. Wäre vielleicht auch schwierig geworden mit nur Pistol gegen die Autopumpe, aber eventuell wäre Luck Hedge drin gewesen. Von daher hat man da Stuttgart schon sehr viel Platz auf dem A-Spot eingereicht. Direkt eine Pause. Ja. Technical, wie es aussieht, weil SV-Rate. Serverprobleme sind anscheinend. Bei uns auch. Okay, also es liegt wohl offiziell im Server. Von daher kurze Pause. Das gibt mir die Chance, noch schnell was zu trinken zu holen. Jo, bis gleich. Für einige Sekunden. Bin da mal 5 Schritte bei dir weg. So, Magdeburg, noch eine Eco zu spielen und dann geht's mit der nächsten Ballrunde los. Müssen dann quasi einen 0-3 Rückstand aufholen, was jetzt nicht so schwer dann halt auf der Zeta wird, wie gesagt. Müssen auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu viele Runden abgeben. Ich bin auch gespannt, wie jetzt Zeta weiterspielen wird. Ob er weiterhin der Shotgun treu bleibt oder ob er später wechselt zu AK. Hatten die tatsächlich? Also dafür haben sie da ziemlich gut reingefrackt. Ja. Aber wir haben nur einen Shepard. Müssten wir noch einen zweiten Shepard einkaufen. Der ist mit simpel und komplex, ne? Solange wir die Pause haben, willst du die auch mal ganz kurz? So, es geht weiter. Yay! Magdeburg. Ach, die Default mit Full Lego, was ich für die Entscheidung. Dann geht es mit dem A
Erster Feld, zweiter Feld, dritter Feld, haufen. Boah, was mich halt stört, ist, dass Magdeburg bisher relativ eigentlich in den Toten fast nie Schaden an den Mann bringt, auch wenn sie auf den Forceball gehen. Ja. Jetzt hat man mal Karma immer mal 80 runtergehauen, also der wird zumindest uns ein bisschen Geld zurücklegen müssen für die Rüstung. So, diesmal Zeta. Oh, immerhin mal Young Ingvar holt hier noch 9 von hinten, damit Koga der Letzte und alleine. Der wird hier auf den Lowlife Karma treffen, wenn die ihn pushen, den könnte er eventuell wegholen. Ja, da sitzt der Headshot. Knarre jetzt in der Hand, UMP ist bereit, aber Redbull zieht rum, findet den Headshot auf Koga, damit die Runde auch erledigt. Koga leider nicht in der Lage, noch mehr Schaden zu machen oder sogar einen Follow-Up-Track zu setzen. Man verliert sogar noch die UMP, die man sich eben eingeholt hat. Und damit erhöhen die Stuttgart hier auf 13, wenn man sieht, dass es ihre Map ist, weil sie bisher wirklich fast ohne. Ohne Echo halt. Ja, noch ein Echo. Waren zwar Enos bisher ohne Fehler, flawless, vor allem auch ohne Verluste. Ja, jetzt haben sie eine AWP gekauft und zählt der Pädi hat dann. Ja. Weiß schon, was er damit machen will. Kann ich wieder den Drop runter in Pop-Dog. Ja. Vielleicht kommt ein bisschen zu kurz. Nochmal ein bisschen hinterher. So, jetzt springt er rein. Es ist wieder keine Dame, die man sich hier messen kann. Gordy darf schon ziehen. Fährt den Train rum. Findet den Opening Frag gegen Shepard da oben im Heaven. Das war nicht gut. Chaos Kopf ist auch drin. Gordy den ersten, zweiten, den dritten schafft er nicht ganz. Droppt aber runter auf 5 HP, als der gute Süß ihn da abholt. Red Boy zieht rum. Molly geht raus. Lauert hier in Olof. Ziemlich enger Engel da. Jetzt nein, auf den Portal kann er die Rotation in Richtung B unterbrechen, kann er. Auf der Ramp den ersten weg, da sind schon durch Connector durch. Dann Ingvar mit dem Kill gegen Koga und damit eine 2 gegen 3 Situation. Bombe ist weiterhin auf Höhe des Spawns, die holt sich der gute Young Ingvar erst jetzt. A-Spot, sie haben noch keinen Spot richtig gesichert, also die haben A aufgeschossen, sind durchgepusht und haben sich aufgeteilt. Jetzt werden die Magdeburg auf den überflankiert, weil nicht so sicher ist gefühlt. Jetzt entscheidet Magdeburg, okay, wir sammeln uns wieder auf B, machen zumindest B sicher. Aber Young Ingvar ist bereits Grundlinie durchgepusht Richtung A1, sieht jetzt, oh, A ist offen und sieht einfach A rüber. Ist irgendwie nicht gelaufen. Oh, und wenn Young Ingvar hier mit dem perfekten Timing reinkommt, findet er auch noch Sizzes da mit 5 HP im Connector. Das wäre unschön. Also die Runde ist immer noch zu holen, aber Sizzes und Nein sind halt so lowlife. Gerade die Granate, die er jetzt wirft, könnte das Ganze beenden. Nur Smoke, Red Boy, geht für den Plant. Wird er dabei abgesichert von Young Ingvar und Co. Ich will einfach noch warten. Ich glaube, wir könnten auch einfach direkt saven. So, zurück Richtung Olof. Also zumindest einer von beiden sollte für den Safe gehen. Ja, nein, könnte Richtung Ivy jetzt schnell laufen. Ich glaube, dieses wird es nicht mehr schaffen. Molly rein, die geht weiter. Eventuell gehen sie hier auf sehr wichtige Exit-Tracks. Gerade der Kollege oben Heaven soll sich hier bewegen, aber damit nein gefunden. Und er findet auch den nächsten Sizzes. Fängt sich den Headshot von Young Ingvar. Hat da ziemlich lange ausgeharrt in der Position und so macht man gar nichts. Man kriegt weder die Exit Frags, noch kriegt man hier irgendwie den Bombenplan unterbrochen, beziehungsweise defused, noch kriegt man weitere Kills. Ja, Goldie mit auch sehr schönen Anti-Frags gerade eben, die halt A mit aufgerissen haben. Magdeburg, wieder eine Echo. Ach, wieder nur ein Default-Aufbau. Okay, wir haben jetzt Nein, der weit Richtung Ampelpush. Und diesmal Jan Ingvar, Opening Frag, den zweiten setzt Gordy gleich hinterher, nein, kommt der relativ aggressiv rein, kriegt leider einen Headshot gegen Karma nicht, drückt ihn nur einmal kurz an, Gordy, jetzt geht's hier mit super hoher Geschwindigkeit auf den Spots drauf, Red Bull mit der Pistol findet Sizzles, Runde vorbei. 5-0 für Max, für die Jungs aus Stuttgart. Zweite Beirunde, jetzt oder nie für Magdeburg, weil wenn sie auch noch verlieren, wird das echt eng, der TT im seitigen Map. So viele Runden abgeholt jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat man auch eine Godlike Zit in der Godlike Kit hätte. Ich sage, ach, CD-Map. Wer spielt schon CD-Map? So ein bisschen wird das pro-mäßig. Ja. Ach, wir haben nur 2 Runden geholt. Macht nichts. Finishen wir noch 16 zu 12 oder so. Ja. Chaos in AWP Richtung 1 findet den ersten Spieler im Main. Ich glaube, das ist die Ort of Red Bull schon mal durch. Zweiten. Hotdog wird aber. Oh, Young Ingvar. Jetzt hat er sich verraten. Trade hier mit 2 Spielern gleichzeitig und da traden sie die Kills. Sizzles findet Young Ingvar und dafür Karma nochmal in den nächsten Kill, aber nein, endlich mal tritt er auch in Entscheidung, holt sich seinen Kill da auf der Ramp. Die er relativ aggressiv verteidigt, bis auf die erste Runde, wo er ziemlich gefallen ist. So, die Orb jetzt in den Händen von Zeta. Es ist 4 gegen 1, die Runde muss Magdeburg einfach haben. Also die dürfen sie nicht mehr abgeben, unter keinerlei Gesichtspunkten darf das noch verloren gehen. Die Bombe befindet sich zwar noch auf Höhe des Spawns, also in der Reichweite von Zeta. Einige Magdeburg-Spieler sind ja auch ziemlich low, eventuell kann man noch einen Frag holen, wenn er so weit rauspusht, kriegt den Follow-up rein. Oh, jumpt rein in den Shot gegen Sizzles, findet er den zweiten nicht. Shepard hat ihn auf dem Schirm. Ja. Findet ihn dabei Olof. Hat sich entschieden, möglichst viel Schaden zu machen, damit die Magdeburger nicht wirklich Economy aufbauen können, weil sie haben Geld.
manche bekommen kein Geld. Teilweise 10.000. Der Reset wäre jetzt halt richtig heftig. Allein schon, weil Magdeburg hier aufs Double-Arbit beim P-Setup geht. Ist theoretisch machbar, eine B, eine A. Ja. Bin ich gespannt, wie aggressiv die AWP spielt. Ja, also Koga der Main Orper, aber Chaos hat eben auch relativ performt auf der Orp. Also kann ich mir vorstellen, wo man ihn da weiter in der Hand gibt. Koga bleibt hinten stehen, ganz weit hinten stehen, aimt da ab. Nein, ist relativ close bei der Rampe. Jan, ich bin schon wieder raus, das Main. Ja, der ist ja jetzt wieder an die Bombe. Schaden machen, ja. Droppt hier Chaos runter auf 50. Hast du gesehen? Ja, gesehen, sicherer Frag von Chaos da von der Grundlinie heraus. Schön gegen Ingvar, damit Rotation Power von Stuttgart ein bisschen eingeschränkt. Smokes gehen jetzt auch raus. Gleich oben durch. Nochmal hinterher, eventuell die Stelle go. An der Rampe wartet bereits nein, muss sie eigentlich zurückziehen, hat nicht genug Vision drauf. Auch Koga im Hinterbereich kann jetzt erstmal nicht mehr helfen. Nein, pusht aggressiv rein, findet erst Frag also Koga von ganz hinten. Okay, Gotti mit dem schnellen Flick Richtung nein. Oh, den Gefallen tut man Koga, er holt jetzt den zweiten Frag der Runde für ihn. Jetzt noch Red Boy und Zeta, der findet nochmal den Kill gegen Sizzis, ein Magdeburger Spieler mit raus, Zeta relativ aggressiv hier an der Rampe, in der 3 gegen 2, von da oben kommt keiner, alle Magdeburger Spieler bereits im Bereich des Big-Bomb-Spots. Jetzt Koga, mittlerweile Richtung Heaven hoch für den nächsten Schöner gegen Red Boy, letzter Kollege ist damit auf Höhe der Ram, Timo Shepard ist nur noch up-aimen, während Chaos hier in Ruhe defusen kann, da werden die Füße in den Bild kommen, er findet ihn, jawoll, Magdeburg, zweite consecutive Round hier im Spiel, sehr schön gemacht. Bauen damit, dass man die Polze aufbringen, beide Orbs über die Runde, was sehr wichtig ist. Die haben eben relativ gut performt, beide Orbspieler, sowohl Koga da im hinteren Bereich von B als auch Chaos, der dazu kam. Schön gemacht. Weil ich gerade ein bisschen unkoordiniert, muss ich sagen. Ihr seid auf B runtergegangen und werfen alle Granaten auf den Bomb-Train. Also haben Smokes geworfen, haben Mollys in ihre eigenen Smokes reingeworfen, haben so viel Tilti verworfen, die sie im A-Film hätten gebrauchen können, um besser die B-Seite zu halten und so. Magdeburg einfach reinlaufen, gute Fakes von Kuga und dann war es wieder offen für die Fakes. Okay, jawohl, nutzt er auch, Gotti. Ich bin den ersten Frag nicht ganz. Dann irgendwie nicht raus, entdeckt aber keinen in allen Bereich. Red Bull, wir finden da die Opening Frags. Damit ist der A-Bounce auf einmal offen. Jetzt kommt die Molotov hier. Gleich zwei Molotovs, drei Molotovs und noch Genette daher. Okay, sämtliche Utility, die sie haben, spammen sie jetzt in den Köpfe rein, um die Bombe auch runterzubringen. Damit 4 gegen 3. Magdeburg, ist es das Risiko noch wert, hier zu engagen? Oh, da verpassen sie Shepard und Kollege gerade. Sie haben noch Nate, sie haben noch Diffuse gegangen. Ist nur ein 3 gegen 4, ist es 3 gegen 3? 3 gegen 3, aber Shepard. Oh, du kannst den Weg in den Fall geschossen, hat irgendwo aus dem Heaven heraus. Molotov hier Richtung Red Boy. Gute Frage von Schokotter Jungs im Afterband. Ein oben, ein Pop-Dog. Oh, Koga, crackt ihn nur an. Nein, schießt auf den eigenen Kollegen. Was ist denn noch los mit dem? Only Nate. Aus dem Dropper trifft dann leider noch eine Chance. Kuga droppt auch low. Und Suizid von der Kuga. Ja, okay, kann man machen. Ja. Ordentlich Schaden gemacht von Magdeburg. Es läuft deutlich besser für die Stücke, wenn einfach A drauflaufen. Wir können sie rein, kriegen sie eine Entry, reißen A auf, fertig. Bei B tut sich noch ein bisschen schwer, aber A läuft ganz gut. Könnte man meinen, die kommen aus unserer Gegend. Sparfüchse. Wieso? Weil euch immer fragt, was dich kostet oder was? So, apropos Geld sparen, da ist Magdeburg gerade wieder sehr stark drin. AKA, nur noch Force bei Runde, Pistols. Für den ersten Flick hier auf Gotti, der hat den Connector diesmal eingenommen. Oh, aber Red Bull im ersten, zweiten. Was? Nein. Okay, Error 404, Orb not working today. Zeta, und da ist die Orange von Magdeburg einfach nicht drin. Da werden sie von Ivy umfasst. Von hinten kommen bitte da rein, holen die beiden Fracks. Nächste Runde damit für Stuttgart. Ja, Magdeburg, den Aufbau oder den Stack Richtung an. Bisschen unkorrekt gespielt, ich habe aber halt Pop-Dog rein, holt den. Ey, ich war neulich in Stuttgart, ja, die Baustelle ist echt schön. Die haben eine richtig schöne Baustelle gebaut. Baustelle gebaut, sehr schön. Ja. Wie Magdeburg hier im Tunnel, ja, ist ja nicht besser. Was haben sie bisher gebaut? Eine Baustelle, was ist das auch nicht? Die haben Beton angeschmissen. Echt schon? Okay, krass. Eine Weile, glaube ich. Ja, noch 3 Jahre. Ah, so, und der nächste auch, alter Junge, ist heute richtig on fire. Also auf beiden Maps wieder Frack überlegene Red Boy. Na, einmal mit dem Refract nochmal gegen Sizzis. Pushen da oben lang in eine Dusche. Sollten Magdeburg gehört Shepard! Ich hatte Chaos finished ihn und jetzt sind die letzten beiden Kollegen hier drin, den ersten. Und er weiß auch von dem zweiten, der den Visier, der Volk, Shepard entscheidet die Runde mit einem wunderschönen 4K-Headshot für sich. Also das Aim von dem Jungen ist heute richtig. Wenn wir auf Shepard gucken, wir sehen da ganz klar, er hat 66% Quote. Okay. Und 12 Kills. Ja. Ist, by the way, mit, ja, warte mal, mit 10 Frags auch wieder der Top-Fragger. Durchschnittlich jede Runde eingeholt. Ein paar Assists kamen noch dazu. Oh nein, diesmal auch ein bisschen besser bei allein. Sizzis macht noch ein paar Probleme, was die Fragging-Power angeht.
Boah, ja, Ivy ist richtig schwer zu spielen, finde ich. Ich komme mit Ivy nicht klar. Ich bin wieder der Erste, der gestorben hat. Da kommt es halt wirklich auch an, ja. Ich glaube, das Boot ist als im Zeitstinden da. Shepard redet halt vorne. Sehr aggressiv wieder, hat er eben schon mal gemacht. Zieht jetzt den Kopfblock zurück, eventuell gibt man dann Go und Waffen, die wir mal gesehen haben, jawohl. Hatte da Glück, dass Gotti's Aim anscheinend nicht ganz on spot war. Oh, wir haben Ingvar, okay. Den hat anscheinend keiner beachtet, wie er da immer noch in Olof rumgeistert. Und Shepard, auf ihn wird's ankommen. Oh! Timing. Unlucky Timing, Shepard dreht ihn um, jetzt sieht er ihn, finisht er Jan Ingvar nochmal ab. Bombe liegt weiterhin da auf Höhe von Ramp Richtung B und da ist bisher nur ein Magdeburger Schild auf, das ist Koga und der steht auf Höhe des Connectors mit der Orb. Kommt die Rotation durch, ich sofort 3 rüber zu B, 4, fast 4 rüber zu B, einer Connector noch über A. Die Bombe ist nicht gesehen, ich weiß nicht, wo wir sich rotieren, war halt nur einer bekannt quasi von Schubert und der letzte geworfen hat. Jetzt der Go raus, kann man finden, nicht den ersten Track. Warum ist ein so aggressiver an der Stelle? Er hat doch die Zeit. Er muss doch ihn crossen, nicht er ihn. Ah, unlucky timing da. Shepard, immerhin ist er da. Okay. Sneaky Peaky, holt den ersten. Okay, Karma ist low on spot. Den Schuss, aber er findet Shepard mit dem Headshot. Droppt immer runter auf 90. Oh, Koga findet den Kopf nicht ganz. Das wäre dann Doppelkill gewesen in der Runde. Aber auf Sizzes muss jetzt einfach Verlass sein. Karma ist beschäftigt mit Koga. Den sollte abräumen. Die Orb wird dabei nicht mehr verloren. Sehr wichtig für Magdeburg. Holen damit die vierte Runde hier aufs Board. Und schaffen es mal wieder eine schöne Runde zu holen. Es geht Torwart, 4 Runden. Wir haben schon 7 Runden abgegeben auf CD-Seite. Das ist relativ viel. Jetzt müssen sie die anderen 4 Runden noch einstecken. 8-7 Halbzeit ist nicht ganz so katastrophal, aber auch nicht so gut. Nee, vor allem, das ist einfach, dass einfach der Pick von Stuttgart ist ein Beweis, dass die auf der CD-Seite noch abschieben, noch abzielen können. Also eigentlich ist es so Train, so ein Level, so 9-6 CD-Seite haben. Na gut, noch nichts verloren. Noch sind es immer noch 4 Runden zu spielen. Jo. Ist für beide noch was drin, aber ja, beide haben wir noch Red Bull. Ja. Ich kann es auch wieder gereicht. Oh, Sizzes, das ist eine gefährliche Pose. Gesundheit. Sizzes, hat die Chance auf den Frack hier gegen den Kollegen da. Er schafft es nicht ganz. Das Aim-Duell gegen Zeta. Dafür Shepard da, der gewinnt sein Aim-Duell auf Popshot. Jan Ingvar zieht nochmal rein. Headshot gegen Nein. Von Ivy kommt der Kollege auf Grundlinie. Kann Chaos, das du noch quasi hinter dem Bereich absichert. Und keinerlei Einfluss mehr Richtung A nehmen. Oh, Shepards Timing ist natürlich unlucky an der Stelle. Karma hinter durch den Popshot durch. Ein bisschen zu viel und geht weg. Man hat es musste wohl den ganzen Weg am Train vorbei und Olaf runtergucken, als auch Ivy im Auge behalten und dann 2 gegen 1. Sollte man eventuell Richtung Grundlinie nochmal verstärken, so wie es die anderen Teams manchmal spielen. Also Magdeburger A auf Bau ist nicht so gut. Wir müssen gucken, wir haben auch 9 auf A, wir haben dieses auf A. Und pushen die Stücke einfach rein. Ja. Und dann war's das mit A. Also man hat mit Shepard ja eigentlich schon eine Base in A-Spot relativ gut absichern kann. Also ist er vorne Richtung Popdog und dem Eingang Richtung Olof immer unterwegs. So. Er muss halt auch zu Sachen abändern, aber er kann es wenigstens sehen. Also er zetert. Und auch Jan Ingvar findet den letzten, endet damit auch diese Runde auf ein 4:8 für die Stuttgarter Jungs. Und Magdeburg Money technisch. Ist was da? Gerade Koga und Süßes haben da ordentlich Geld angespart. Könnten da was legen, entscheidend sich aber für eine Echo. Ist jetzt ziemlich die Gegend. Ja, das werden dann nur die. Wieder der Pistol Force bei 2 T-Swets, 3 P250s. Auf der Gegenseite volles Setup. Red Boy. Ingvar fängt schon wieder ein Opening. Der ist immer super schnell da oben drauf. Sehr aggressiver Spießchen von ihm hier Richtung Mitte und B. Und der nächste findet noch ein. Der nächste hat sich ganz. Aber man findet ihn doch endlich nicht. Koga endlich mit dem Fracking Gotti und damit Red Boy. Oh, auf dem Weg zum letzten Kill. Ja, mit der Pistol finisht er hier. Sizzes. Ja, nur ein Kill auf Seiten von Magdeburg und ein bisschen Schaden auf Jan Ingvar. Das kommt auf 20%. Magdeburg macht da zu wenig Druck auf den Main Part. Sie naden, da kann es keine Smokes und keine Mollys, nee. Kaum Mollys. Yep. Dann kommen einfach durch und. Ja, ja. Aber es war eine Position, wo viel Action erst, weil Shepard da vorne relativ aggressiv spielt, aber leider halt auch dann Ingvar und Red Boy da immer wieder durchstoßen. Kommt die Flash, Red Boy ist durch, Ingvar ist durch. Viel zu spät. Shepard, auf den ist nicht verlassen, den Headshot gegen Gotti. Aber Jan Ingvar, der ist schon wieder durch. Wird er von Shepard gefunden, der nimmt die Sachen auf dem A-Bombs bis allein in die Hand. Sizzle steht da relativ aggressiv drin. Oh, da hat Zeta aber auch keine gute Vorbereitung dran einzunehmen. Shepard vom Train aus mit dem dritten Kill. Und den vierten haben sie auch gesehen. Letzter Überlebender ist er mit Red Boy. Wie schnell das hier gehen kann, wie links und rechts die Kills fallen, das ist der Kollege mit der Op. Man weiß, wo er steht, nämlich hinten auf Höhe des Spawns, wird es von beiden Seiten eingekreist, dieses zieht sich da ganz locker Richtung zurück. Da kommt die Flash, er schafft sich gar nicht, Shepard läuft in die Arme, oh, und Red Boy
kriegt es da auch nicht mehr, nochmal Schuss abzugeben. Chaos aus naher Distanz. Safe sich der Orb, dann wieder Double Orb Setup auf Seiten von Magdum ist verfügbar. Sie haben gut reagiert. Sie haben es zwar nicht geschafft, den Push aufzuhalten, aber sie haben sich gut pulsiert, um den Push quasi zu killen, wenn sie weiter pushen. Und haben sie auch gemacht. Finden das natürlich die gekillt. Die Smokes haben die Leute getrennt. Das Team von Stuttgarter. Und so wurde der Push ein bisschen gestoppt. Jetzt sagen sie, okay, wir machen was anderes. Wir laufen wieder Richtung B. Wieder oben alle in B-Horts rein. Data lurkt dann noch ein bisschen im Spawn rum Richtung Ivy. Aber da wird es. Kommen wir mit dem Entry auf B, holt Kuga weg. Und die erste Orb für MacBook aus dem Game raus. Nein, allein. Visier gehabt und da kommt die erste Schuss. Aber Refrack! Oh, Shepard! Nicht ganz im Spraydown. Refrack? Nein, so, es kommt doch nicht an. Der hat ein bisschen anders performt auf der ersten Map. Auf der zweiten Map war bisher auch nicht gut, bis auf einige gute Ansätze Richtung Ramp. Jetzt hat die Chance, es von der Ramp zu halten, muss aber quasi Rotation anrufen, weil der A-Bomb-Spot bereits gepflanzt wurde. Die Bombe ist da. Und sie ist gegen nach B. Also dieser und B Red Boy geht für den Safe Walk hier ganz Richtung der Grundlinie und da wird er auf Jesus treffen. Der hat die Angle im Blick, macht mit der Knarre auch schon mal ordentlich Schaden. Ganz, oh nein, ein relativ aggressives Duell hier ein. Muss aufpassen, von beiden Seiten in der Kreuzfeuer genommen zu werden, weil der Kollege da von der Grundlinie nicht ganz so schützen kann. Chaos mit dem Spot drauf, Zeta auch wieder da. Er pusht da einfach gnadenlos durch, umrundet quasi Ball, läuft trotzdem wieder ins Kreuzfeuer von Zeta. Und jetzt ist kurz Verwirrung. Also, es ist immer ein Frag, aber Red Ball aus kürzer Distanz mit der Orb. Finish dieses hier ab. Man wieder, es mangelt einfach auf Seiten von Magdeburg an Firepower. Also Shepard zwar hoch auf 17, der Rest aber maximal 6 bis 5 Frags. Das ist einfach nicht genug, um ein stabiles defensives Setup aufzusetzen. Für Retake schon mal gar nicht und daher völlig verdiente 10 zu 5 Führung für die Jungs aus Stuttgart. Ja, Magdeburg hat viel zu wenig Gegenpower gerade auf A. Weil so oft Stuttgart reingelaufen ist, mit A aufgerissen haben. Es waren haben. Relativ unkreative, dafür gewaltvolle Eindringe quasi da in die Bombspots. Ah, mal sehen, ob Magdeburg auf der Spielzeit ein bisschen kreativer ist und man da ein paar Ghosts hat, die man hier runterspielen kann. Oder ob die Stuttgarter Jungs da ist, ob ihr Map-Pick ist, ob der Zählte noch stärker ist als auf der T-Seite. Ist die Zählte Map, also wenn sie es normal runterspielen können mit 1-1 ja. Guten Trades. Gerade mit der erhöhten Firepower ist es auf CT erstaunlich stark. Face profitiert quasi nur davon, dass sie erhöhte Firepower haben auf jedem ihrer Spieler. Ah, von daher waren die Zählte-Situation für das Team mal sehr schön. Wir haben zwei bis immer dieses. Ja, ich habe es gekauft. Spielt damit, glaube ich, ziemlich gerne manchmal. Zeta, bitte für einen relativ aggressiven Push gehen. Und Magdeburg teilt sich tatsächlich auf. Ein geschlossenes Go auf einen Spot drauf, was vielleicht jetzt das ist ein kreativer Go, den du haben wolltest. Kreativ Go, jetzt hängt man davon ab, ob man den Ivy freikommt. Wir haben da drei Mann auf Richtung Ivy. Wenn da kein ordentliches Durchkommen ist, ist die Pushing Power auf dem Map erstmal erledigt. Sieht aus wie ein Ivy Smoke. Ich glaube, die Ivy absmoken und versuchen noch einen Split zu machen über Pop Talk Ivy vielleicht. Man will aber ein bisschen Hardcash Richtung A machen, wenn man nicht so gut. Ich finde 3, rennt zurück auf A. Jetzt ist Ivy offen, Magdeburg pusht durch, aber dann irgendwo auf ihm zu. Smoke nicht ganz in den ersten. Shepard! Shepard, die Orientierung nicht ganz on spot, der prügelt sich dafür jetzt und kriegt aber den Doppelfrack hier. Jetzt aber der Go und endlich sitzt der Headshot von Uber auf. Bombe ist B. Die Bombe ist B. Der Go hat tatsächlich funktioniert. Er hat tatsächlich so funktioniert, wie Magdeburg sich ausgedacht hat mit dem 3-Mann-Go Richtung Ivy. Man sieht die Kräfte von Stuttgart Richtung Connector und Richtung dem A-Boss ab, wenn es ein Plättmann auf B. Und jetzt geht's um Chaos. Der hat gleich Close jetzt einen Kollegen neben sich stehen. Wenn Connector geräumt ist, wenn sie es oben das halten kann, dann geht die Runde schon mal Magdeburg. Da kann man eventuell auf 8 Runden erhöhen. Das sieht gut aus. Da haben sie den Spot nicht ganz drauf. Es ist 2 gegen 1. Gotti gegen 9 und Sizzes. Sie wechselt nur Static 2000. Wird jetzt aber nicht Jesus finden, sondern... Nein! Und Jesus kommt auf. Ja. Das ist nicht Sascha, ich bin's. Micha, der Master. Von letztes Jahr. Wenn man so sagen kann. Gold ist leider nicht hier. Hier, der da. Hallo. Auch mit CSGO bereichert. By the way, Chris, was geht, Digi? Schön, dass du da bist. Das sind nur 23 Viewer, das ist relativ gut für Counter-Strike, finde ich. Das geht eigentlich, ne? Ja. Also dafür, dass hier nebenbei noch Star Series und noch ganz andere Namen den Spielen laufen, bin ich mit 23 Hürden schon sehr zufrieden. Es waren mal mehr, klar, aber das soll uns nicht hindern. Ich würde ja auch mit einem Zuschauer Spaß haben, einfach weil Counter-Strike das beste Spiel dieser Welt ist. So, jetzt aber der Go-Champ, also der erste Champ, der zweiten auch noch. Mittlerweile 4 Frags auf der ganzen Map gefallen, überleben, da ist er mit Goddy. Der hat nur die UMP, hat sich dann im Weg Richtung Ivy freigekämpft, hat auch ein paar Low-Life-Gegner, die er mittel holen könnte. Da finde ich schon mal den ersten, aber Kobra von der Seite. Wichtiger Headshot mit der MAC-10. Karl hat noch ein bisschen Geld aufsammeln und dann die Z-Runde für Magdeburg. 20 Kills bereit für einen Shepard.
Und geht ordentlich Gas. Ja. StarCraft ist bäh. Ja, bäh passt ganz gut. Mach noch ein M davor. So, jetzt haben wir noch eine Runde. Eine Runde für Schuka, wo sie Echo spielen müssen, theoretisch. Und wir wollen vielleicht noch eine nach, aber ich glaube, eine Echo reicht eigentlich aus. Und dann wird's Magdeburg. Dann fällt der Bobs. Und dann geht's auch immer los, weil es ist noch ein Bobs drauf, okay? Also Kogas Opening Frag gegen Karma schon mal sehr schön. Da ist Stuttgart ziemlich aggressiv gepusht. Kaum haben die Leute im Connector und Popdog gehört, dass es da richtig losgeht. Frag hier auch noch schön auf den Spot, währenddessen Redboy von hinten räumt ordentlich auf. Mit der Back 10 kriegt er auf Sizzles und kriegt den Frag auch noch. Das ist immer noch ordentlich Geld für Redboy. Mit dem zweiten Kill hier für seine Back 10. Und dann haben wir noch 3 gegen 2. Aber beide Spieler von Stuttgart kommen jetzt hier über den hinteren Bereich des B-Bomb-Spots. Müssen sich die Ramp und den Heaven durchkämpfen. Man geht jetzt nochmal Richtung Popdog. Eventuell der Connector-Go nochmal dabei. Als man ja immer hier alleine auf den Spot drauf pushen lässt. Jetzt natürlich Chaos und Koga. Die räumen hier immer gemeinsam ab. Let's überleben. Da ist damit der gute Redboy. Ob der nochmal aggressiv geht oder die Mac 10 hier safen wird. Er hat 2 Kills gemacht, also Geld ist da. Aber ich denke, für die nächste Runde wäre es economy-mäßig deutlich sinnvoller, dafür zu halten. Der kann man wieder verkaufen. Wir werden noch einen Exit-Frag finden, aber Magdeburg tut mir gefallen nicht. Gehen da über den B-Bums Richtung Spawn raus. 2 Kills von Echo waren ziemlich gutes Ergebnis eigentlich. Haben sie aber Geld, kaufen sie. Etwas interessant. Jetzt muss Magdeburg zeigen, was sie was jetzt drauf haben. Verzichten auf die Orb, by the way. Nochmal. Also weder Koga noch Chaos wollen im aggressiven Modus hier die Orb spielen. Ja. Ist auch nicht so ein Slippery auf Train und mehr auf die Smokes an. Und jetzt geht es darum, nicht wie in der letzten Map Early Facts abzugeben, sobald die Gegner die Orb haben. Wir haben gesehen, dass Red Bull da in der Mitte immer tiefer, da immer die Early Facts gefunden hat und damit Magdeburgs Firepower ziemlich eingeschränkt hat. Wir haben wieder so, Magdeburg und die Chance ist hier. Richtung Ivy. Interessant, was sie machen. Gut. So, und wir sehen, wie aggressiv jetzt Young Ingvar quasi steht. Der deckt quasi Goddys Rücken, dass Goddy jetzt quasi sich voll und ganz auf Ivy konzentrieren kann. Und schafft es nicht, weil Chaos mit dem Headshot im Start ist, hat man nur oben im Spot von Train. Was ist Smoke? Man checkt, da drückt man einfach durch, zu zweit, okay. Hat den Kollegen oben im Heaven, aber immer noch nicht gesehen. Young Ingvar von Trainhouse ist da, findet den ersten, findet den zweiten gegen Chaos. Links und rechts fallen die Magdeburger Spieler. Letzte überleben, da ist er mit, nein, der ist zwar Full Life und hat hier 4 Low Life, 3 Low Life gegen sich. Er kann es also machen. Redboy runter auf 1 HP. Bombe ist noch nicht gedockt, es pusht noch nicht durch, er schafft keinen weiteren Frag. Die Bombe ist zwar geplantet, aber da räumt Redboy mit dem zweiten Kill einfach ab. Ja, einfach mal gut. Die haben ihn eigentlich bekommen, hatten ein 4 gegen 5 und dann pushen jetzt die Smoke und dann fallen überall auf die Leute. Ja, alle tot. Wir haben nur 2 Kills gesehen, aber ich denke, der Grund, wie sich auch 2-3 Leute gefallen, müssen sie ja, weil andere Spots waren nicht offen, wo es irgendwie Feuergefechte werden können. Oh, schön gemacht von Jan Ingvar. Hält da die ganze Ecke mit Olof und Ivy quasi für sich alleine. Macht die 2 Kills gegen die Matte, wo die aus der Smoke rauspushen. Das war nicht gut gespielt von Magdeburg, der wäre mit drin gewesen. Und jetzt läuft man halt Gefahr, hier wieder um 4 Runden zurückzufallen. Wir müssen jetzt die Runde unbedingt holen. Der Echo kann sich nicht wirklich erlauben auf der Seite, weil sie so viele Runden schon auf CT abgegeben haben. Vielleicht direkt mit Eiltap Richtung Popdog. Wird aber kein finden, oder der Jungs sind dann jetzt abgesmoked sogar. Hier ist flasht einmal drüber, aber niemand kann die Flash benutzen, weil keiner da ist. Ganz einfach ist es. Magdeburg ist auch Richtung B, nimmt die Bombe auch mit Richtung B. Würden da auf 2 Stücker treffen. Also vor allem, was wir ruhig gesehen haben, würde ich sagen, dass beide Teams, also dass Magdeburg zumindest den B-Spot präferieren sollte. Da waren die besseren Ghosts bisher da, hat man mehr Erfolg gehabt. Oder auch mehr gute Erfahrungen in den letzten Runden. Jedoch entscheidet man sich für einen langsamen Aufbau, auch wenn die Bombe da schon über die Ramp Richtung B unterwegs ist. Ich muss sagen, auf allem ist das B-Richtung einfacher zu einzunehmen. Eindimensional, weniger Engel zum Checken. Ja. Meist werden dieselben Angles gehalten, nicht so wie hier, wo man gerade so ein aggressiver Spieler wie Redboy, der unterwegs ist, immer wieder die Position verändert, auch Jan Ingvar. Immer auf unterschiedlichen Positionen hier in der Nähe von Olof unterwegs, kann jetzt beide Ecken abchecken. Falls Shepard den Headshot findet, okay, er gefunden, frisst den Headshot von Jan Ingvar. Damit der beste Magdeburg wieder aus dem Game raus, Zeta steht in Close Distance, da ist noch die Flash drin. Nein, dann wiegt er nicht rein, warum zieht Zeta dann nicht mit rum? Warum brauchen die Magdeburger so lange? Karma will das mit dem nächsten Frag gegen Koga. Sizzle ist damit letzter Überlebender im 1 gegen 5 und der kann quasi sofort wieder umdrehen. Und die Waffe safen. Mit dabei keine Smoke, wo ich sagen muss, die wäre eigentlich wichtig ist, die Smoke an der Stelle. Ja. Es wurden, ich glaube, auf Armor Smokes verworfen, die nicht genutzt wurden. Wurde jetzt hier einmal grauen Zug geworfen, auf Sideways gesmoked. Aber die Lücke zwischen den Bombtüren und den Grauen wurden nicht gesmoked. Chaos würde crossen, stirbt, Bees stirbt, nicht rausgestirbt und Leimersplatte, Akkupusch gestirbt, Bombe liegt da. Vor allem haben da Chaos und Kruger gemeinsam gepiekt nacheinander und haben damit Zelle durchgeschossen, gegen zwei saubere Headshots und 2 Jobs zu landen. Da hätte man einfach ein bisschen repeaten können, dann wäre der Spot zumindest mal halbwegs offen gewesen. Ich wage jetzt, weil es mit 2 sehr möglich gewesen wäre, weil
Blutgötter relativ schnell auf dem Spot drauf war und auch der Push über den Heaven nicht funktioniert hat. Ah, schwierige Situation für Magdeburg. Sie könnten kaufen, tun sie aber nicht. Pistol, Force Buy ist drin, 2 CZs und die AK. Sie machen einen besseren Navi-Taktik, sie geben ihren Top-Trick der AK. Ja. Und versuchen schnelle Echo. Wir müssen wirklich langsam Gas geben. Wir müssen es vorher machen, aber jetzt sollten sie auf jeden Fall Gas geben, weil es 8-12 steht und jede verlorene Runde drückt den Nacken rein. Warum bin ich nach oben weit? Das liegt so unten im Pop-Dog, als wurde geworfen. Kuga hat die Bombe aufgenommen. Sieht aus wie ein A-Split über Main Pop-Dog? Fragezeichen ist, wie so ziemlich jetzt als Pop-Dog rüber. Gut, kann man machen, wenn man sagt, okay, mach jetzt einen 4-Mann-Push mit einer Echo und die AK woanders lang schicken oder vielleicht sogar AK mit noch einen zweiten, um die AK gegebenenfalls wieder aufzunehmen. Ja. Aber so warten die einfach, was passiert. Warten auf den Push, kommt kein Push. Zucker spielt ziemlich defensiv das runter. Pieken, pushen nicht aggressiv, Ivy pushen nicht Main, pushen nicht Pop-Dog, kein B-Push, nichts. Ja. Einfach nur up-aimen. So, und der erste Gegner wird wieder Jan Ingwer sein. Sollte dieser Pop-Dog-Push echt kommen, der lautet wieder oben auf dem Train drauf. Jetzt wieder Richtung Olaf unterwegs. Ne, er ist immer noch oben drauf. Okay, jetzt kommst du voran. Da hat er eben schon gute Erste. Jetzt findet auf den ersten. Jawohl, Shepard. Er reagiert nicht auf den zweiten. Sie zeigen sie nicht. Jetzt kommen sie raus. Jetzt kommen sie raus. Also da ist ja Ingwer und Red Boy. Den gemeinsamen Weg. Süßes eben ein Frag. Jetzt aber Red Boy wieder ein Refrag. Und damit auch immer wieder 1 gegen 4. Nein, nur mit der Pistole. Und steht von hinten. Aus Ivy kommt Gotti. Auch eine gute Molotov hier, den Push aufs Poplar gelenkt hat. Ja, super Aiming von Jan Ingwer mit 22 Frags, aber auch Red Bull mit 21. Die beiden killgefährlichsten von den Jungs drehen auch auf dieser Seite wieder auf. Ah, und da mangelt Magdeburg bisher so ein bisschen Kreativität. Ich meine, Stuttgart steht jede Runde fast gleich, haben wir gesehen. Jan Ingwer aggressiv auf dem Train drauf, der Rest deutlich orientierter Richtung Connector für den schnellen Rotate, der da mit nötig wäre, wenn auch B gegangen wird. Aber Magdeburg bisher nur zu unkreativ. Mit nötigen Kreativität muss ich sagen, man kann so viele lustige Sachen machen mit einer Popflash über die Mauer drüber, gleich vom Spawn aus, wenn man noch einen Spieler auf Popdog oder Ivy stehen lässt und dann Popflash man drüber und dann kann Ivy rumziehen, ihn auf den Zug wegholen. Was mir auffällt ist, Magdeburg arbeitet allgemein relativ wenig mit Utility. Ja, sie smoken ein bisschen und das war's quasi. Ja. Also da gibt's keinen gemeinsamen Flash-Sturm oder sowas, aber 4-5 Flash in den Spot und zum Reingehen. Das war eine Pause, wir haben nicht so viel Geld auf Seesis tatsächlich. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mit einem MP begnügen, ansonsten vier Leute, die kaufen können mit AK, Smoke, Kevlar. Ja, und sie können sich aber nicht leisten, weitere Runden abzugeben, also es muss was kommen von Magdeburg, Leute. Können ja einmal ganz kurz gucken, wie es allgemein aussieht. Also immerhin hat Magdeburg in der Runde schon mal fast so viele Gruppen in der vorherigen Hälfte. Nach 6 Runden auf der zweiten Hälfte. Und was für Magdeburg fehlt, ist bisher das Entry-Fraggen. Also bisher kam kein Spieler richtig gut rein, dass er irgendwie mehr als 2 Fraggen werden könnte. Also Koga und Shepard haben es zwar ein paar Mal geschafft, aber so der aggressive Playstyle, gerade Richtung B, ist doch verbesserungswürdig. Und auf A haben sie allgemein große Probleme, da überhaupt in den Spot reinzukommen, wenn sie nicht gerade schon vom Train von Jan Ingwer Richtung Pop-Dog oder dem Mitteleingang weggeholt werden. Ich habe das Gefühl, dass Shepard die Map nicht so liegt. Er hat auf Opas richtig gut reingedrückt, er wusste, was er machen muss. Und hier ist... Hier drückt er einfach nur noch. er verliert die Aim-Duelle. Er hat auf Opas gewonnen, relativ jedes Duell fast gewonnen auf Opas. Und hier verliert er halt ziemlich oft gegen Jan Ingwer das Aim-Duell. Wird aber auch so flankiert und bin gerade nicht so in Spiel, wie er auf Opas reingefunden hat. Gut, ich sage natürlich, ja, hat 21 Kills, ne? Aber trotzdem ist es halt. Finde ich nicht so gut wie im ersten Game gerade. Gut, der Rest, kann man sagen, der Rest bis auf dieses hält seine Performance konstant, was aber auch nicht gut ist, weil. Konstant unter 10. Konstant unter 10. Das tut weh, Leute. Das tut weh. So, wir sind immer noch in der Pause unterwegs. Können wir mal was probieren hier? Wir haben die Map hier irgendwo, oder? Wo war denn die auf M? Nein, das Tab ist so groß. Ah, eigentlich ist schon groß. Also, größer geht's nicht. Achso, okay. Ich dachte, man könnte immer noch aufhören, dass man so rummalen kann. Das geht doch auch irgendwie. Das hier? Genau. Profi. Du bist Profi. Ich kann CSGO. Du kannst CSGO. Ja, ich kenn mich. Also, ich spiel's ganz gerne, caste auch super gerne. Straps kann ich so ein bisschen aus, aber was so die ganzen, ganzen Sachen befehlen, die man so eintippen kann, mich echt scheiße drin. Also ich habe meine Settings auch 1:1 von Nico 2017 kopiert. Bis auf das Crossair, das ist glaube ich von Simple oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Also mit sowas bin ich super schlecht. Was hast du malen? Mal was Schönes. Mal was Schönes, okay. Also, was wir bisher gesehen haben, war eine relativ offensive Verteidigung von Stuttgarter Jungs. Da hatten wir immer den Kollegen hier auf dem Train drauf, während Gotti im hinteren Bereich die Grundlinie als auch Ivy abgedeckt hat. Und immer schon einen, der bereits hier stand. Und auch einen schon hier. Also relativ Standardaufteilung.
ermöglicht aber die schnelle Rotation durch Mitte, wodurch halt Magdeburg bisher auch nie die Möglichkeit hat, auf den Spot drauf zu kommen, weil sie entweder hier ins Crossfire geraten sind oder bereits hier. Ja. Das Problem ist, sie sind auch nie zu 5 gegangen. Also es kam nie mal 5 Mann einfach die Ramp durch, um vielleicht mit der Firepower was entgegenzusetzen. Nee, man wurde immer einzeln weggeholt. Und gerade Jan Ingwer hier vorne macht im ganzen Bereich immer übel Probleme. Wir sehen die Headshots Richtung, Richtung Pop-Doc, da wurden mehrere Magdeburg-Angriffe einfach weggeholt von Molotovs. Durch den Mitteleingang kam bisher auch nicht groß was. Und über Ivy hat der gute Goldi das bisher relativ gut im Visier gehabt. Nur einmal kam er durch und dann wurden sie von Grundlinie und halt von Jan Ingwer, der immer noch da oben drauf steht, einfach weggeholt. So. Ja. Also da ist Magdeburg communication-mäßig nicht ganz on-spot gewesen. Naja. Es geht weiter, soviel zur kleinen taktischen Analyse. Ich weiß nicht, was hinzufügen. Ja, man tendenziell ist die sowieso eigentlich relativ leicht zu countern mit einem schönen Popflash. Aber wir haben schon angesprochen, dass Magdeburg ja nicht mit Utility so nicht so viel angearbeitet hat, gerade offensiv. Jetzt muss Shepard den Jan Ingwer vom Main aus abzufacken, der übrigens wieder vorne auf dem Train steht. Ja, man kennt ihn. Erkennt man ihn jetzt auch, wenn man durchpusht. Er will eigentlich wieder Lokführer werden, aber es hat nicht ganz gereicht, deswegen ist er Train. Also okay, Lokführer nicht ganz, aber ja. Geht, Main Fragger reicht auch. Ja. Main Fragger Ocean God. So. Kommt der jetzt der Pop, ist die Frage. Wir haben noch Kuga, steht noch im Spawn, will aber eine Smoke werfen. Wir haben wieder ein Smoke-Setup für Magdeburg. Aber keine Flashes. Smoke kommt raus, der Ingwer weiß, er kommt ein Pop-Talk. Muss Shepard rumziehen, sieht dann Ingwer aber nicht, wenn er auf den Zug drauf kommt. Flash kommt raus, der Ingwer ist blind, aber kein Follow-up. Ich bin in der Winkel geladen. Schafft nicht ganz. Der Ingwer holt noch den zweiten. Also der Jan Ingwer ist echt eine Macht da vorne drin Richtung mit. Der räumt immer ordentlich ab. Und der ist halt immer noch auf 63%. Er hat also kaum Schaden gefressen. Red Boy Unlucky Timing, fragt der Jan Ingwer ab, das könnte das Tod oder für den Spieler sein. Richtung Orlov will er reingehen, aber Chaos ist da. Und damit 3 mit 1 gegen 4 schon wieder, bevor man überhaupt in den Spot reingekommen ist. Das ist Jan Ingwer räumt ordentlich auf, Smokes und Flash sind nicht auf ihn abgestimmt. Allgemein das ganze Magdeburger Movement erscheint reichlich konzeptlos. Chaos mit einem, mit dem 2, aber da piekt er in 3 Mann rein. Ah, und da die Runde 14 für die Stuttgarter Jungs. Da war Jan Ingwer wieder auf einen sehr dreckigen Spot hinten auf dem Zug drauf, hat sich quasi geduckt, konnte von beiden Pulsen nicht geholt werden und sein Teammate im Connector steht halt da, Frag 2 mit AWP und er kann ihn nachher auch seine Kills holen. Ja. Boss bei Runde für Magdeburg. Echo ist drin. Wenig Granaten. Halb Echo, Nur Pistol, halb Echo halt. Ah! Jan Ingwer sieht. Und die Chance für die Stuttgarter Jungs. Auf Matchpoint zu gehen. Ja. Und damit die ganze Series hier 2-0 quasi zu entscheiden. Magdeburg verliert den ersten Spiel nach dem Chaos. Auch wenn es Nein da völlig allein im Spot. Follow-up ist nicht da, zählt dafür noch den nächsten. Jetzt mal die Chance und da werden sie abgeholt. Matchpoint für die Stuttgarter Jungs. Da kann man 5-Mann-Push Richtung B. Leider zu unkoordiniert. Leider auch timing-mäßig nicht ganz, auf der Höhe, von daher so kann man langsam rein. Bisschen wie, man tröpfelt da so einzeln rein, wird einzeln abgeholt und die nächste Pause ist drin. Gecallt von Chaos, Tactical oder technisch, wenn wir jetzt sehen. Es wirkt gerade so ein bisschen wie, ach ja, es ist eh schon 14, ach, was soll man so machen? Also ich bring einfach mal rein. Die Psyche spielt auch eine Rolle, immer nochmal letzte Beiround hier für Magdeburg. AKs und Full Grenade Setup sind da. Head Armor ist auch da auf der Gegenseite. Weiterhin mit der Orb of Red Boy. Also sie könnten auch auf die nächsten Runden hin konstant kaufen, allein schon weil Goddy auf 10.000 ist, der Rest für mindestens 2 Runden auch noch einkaufen kann. Das wird sehr hart für Magdeburg. 7 Runden in Folge, keinen einzigen Fehler machen, den Stuttgart bisher immer relativ hart bestraft hat, sollten sie auftreten. Also entweder sehen wir so ein super knappes Game oder Stuttgart wird in der Manie der vorigen Runden einfach sauber zu Ende spielen. Können wir mal gucken, also die Seite bis auf die 3 Runden von Magdeburg nach der Pistol waren jetzt nicht gerade von Erfolg gekrönt. Also meist, wir sehen, Bombe wurde kaum geplantet, meist wurde man vorher bereits durch Aim-Duelle out-aimed und dann geschossen. So, Unpause-Call kommt auch. Tactic runter, wir gehen eventuell in die letzte Runde dieser Map. Und in die letzte Runde diesen Stream abends. 7 Map-Points, das auf der starken Seite. Also ich denke mal, das wird ziemlich sicher, dass wir gerade 1-2-0 werden. Vielleicht ist es auch Caster Curse, wer weiß. Aber ich denke, für Gott, da werden das sicher zum 2-0 machen werden in den nächsten 1, 2, 3 Runden. Ja. Das ist der erste Gift für Gotti. Empty Frag geholt. Ivy ist clear. Info kommt raus. Könnte schon natürlich wieder gehen. Durch die Smoke. Okay, den Opening Frag ist da. Aber Karma dürfte ihn abholen. Jawohl.
war zu low, Karma fehlt auf den zweiten, fehlt auf den dritten, dann sieht man nachher einfach um das. Und er hat ihn nicht gefunden. Er hat überlegt, okay, gute Aktion. Süßes mit zwei Headshots durch die Smoke, okay. Macht die Runde nochmal spannend, aber sie werden von hinten eventuell gleich angegangen. Da ist ja ein Ingwer und Body weiter nur gleich, aber Süßes macht auch seinen dritten Kill. Eventuell den vierten. Er hat ihn auf dem Plan. Jan Ingwer kommt jetzt rein. Bombe ist geplantet. Jan Ingwer schickt die Ecke ab. Süßes mit dem vierten. Holt nochmal eine Ehrenrunde für Magdeburg. Das war sehr, sehr wichtig. So, jetzt noch sechsmal machen wir beurteilen. Jetzt muss ich jetzt mal sechsmal durchdrehen und Shepard euch quasi auch mitziehen. Aber es wird jetzt sehr schwer. Ich glaube, wenn sie es normal machen, geht vielleicht beim dritten Mal in den 3B. Wird dann noch schwerer. Ja. Aber so. Dieses Mal Wärmetropfen. Aktuell Magdeburg sammelt sich vor Main. Das sieht aus wie ein Smoke-Go, Sehnes-Push Richtung Ivy. Diesmal wollte Gotti wieder aggressiv Richtung Ivy gehen. Die ganzen dürfen wir verstehe ich die Granate nicht. 95, 82. Euer Ingwer, der wird ja immer fieser und selbstbewusster hier von Runde zu Runde. Jetzt steht er schon nicht mehr auf dem Feld drauf, jetzt kommt er schon rein. Aber das Shepard, der ist noch vorbei, hat den Engel im wahrsten Sinne des Wortes im Kopf und Jan Ingwer da auf eine Kugel. Mit dem zweiten Duell. Red Bull ist noch da, wird so von Molotov ein bisschen rausgeforst aus dem Collector, muss ich wieder zurückziehen. Die Granate dürfte auch ordentlich wehtun, trifft beide. Jetzt boostet man den Kollegen da hoch. Aber Süß ist bereits in der Grundlinie. Er wurde den ersten von hinten, sehr schön. Aber Karma findet nochmal Koga, Koga den zweiten. Red Boy auch mit seinem zweiten Kill. Diese Runde ist 2 gegen 1. Bis unten die Bombe liegt bereits geplantet auf A. Red Boy gegen 2. Wieder eine sehr tolle Runde für Magdeburg. Die müssen sich auch. Letzte Runde. Aber wir müssen aufpassen, dass wir zwei Fußflank hier, wie sie es eben gemacht haben. Gut gemacht. Jetzt wird's interessant. Also ich finde, sie haben die Tactical Pause genutzt. Und Jesus und Shepard sind wieder motiviert. Die treffen gerade wieder. Ja, treffen gut. Shepard hoch 24, Süßes auf 16. Gute Entwicklung. Jetzt sind die Stuttgart zum ersten Mal seit ein paar Runden ein bisschen Bedrängnis. Gehen hier auf die Echo-Variante. CZ und UMP auf Gotti. Wenig Granaten. Oh, ist der neue! Armor oder Armor vorhanden. Und sie machen einen Aftec. Ja, und ordentlich Granaten rein. Um besser mit dem Spieler ein bisschen abzufacken. Schafften sie nicht ganz. Aber Karma wieder aggressiv. Letztes Mal war Magdeburg darauf vorbereitet. Übrigens zu zweit in Popdog drin. Auch gegen zwei CZs da rein zu springen, ist selbstmordmäßig. Ja. Sag mal, Shepard und Popdog, sie haben glaube ich schon Main eingenommen. Tatsächlich, sie sind tief im Main drinne, die Stuttgarter. Magdeburg noch relativ weit hinten. Bereiten sich für einen Art Smoko vornehmlich an, aber jetzt gehen sie sich doch zurück Richtung Dusche, B-Halls, Richtung Popdog. Ich habe da Kontakt unten gehabt bei Popdog, aber Magdeburg unbeirrt weiter. B sieht ja aus, ob die da hinten noch stehen bleiben für eine Art Fake Richtung A. Kommt auch die Smoke raus Richtung Ivy. Aber bleibt da oben stehen. Aber für das Macht, mit der Waffenzahl so überlegen, ist es ein relativ langsamer Aufbau. Der erste Kill ist in die Hände von Karma. Die wissen es nicht, die übrig für die Economy im Gegner. Die wissen es aber, glaube ich, ein Echo ist. Wird zusammen pushen. Schaden, Shepard zieht immer den ganzen Weg zurück, wird gleich auf den guten Red Boy treffen. Nein, er dreht sich just in dem Augenblick um und kriegt den Kill von hinten. Red Boy holt damit Shepard aus einer 4 gegen 2, 3 gegen 2, weil nein, sind da 3 gegen 1. Kills fallen, ich sag. Und jetzt ist dann Koga hier im 1 gegen 3, 1, im 1 gegen 3 die Echo-Runde zu entscheiden. Er weiß nicht, wie geplantet ist. Die ist auf ihn geblendet, er weiß es aber nicht. Er sieht die Bombe, jetzt pusht er vor. Was tut Koga da? Nein! Und tatsächlich, die Runde geht. Ich war darauf vorbereitet, weil ich eben gesehen habe, wie es ist, um genau. zu spielen. Oder im Chat, wie dein Inbox schon gegeben hat. Achso, okay. Ja, danke fürs Spoilern. Alles gut. Ah, ja, schade. Sehr gut gespielt von den Stuttgarter Jungs. Entscheiden die Ecke-Runde also auch für sich. Da war wieder wenig Absprache auf Seiten von Magdeburg. Ich denke, die hätten besser reagieren können.